Herzlich willkommen bei Magnemo TV, Episode 68. Unfassbarerweise haben wir es geschafft, nach kurzer Zeit wieder auf Sendung zu sein und nicht ein halbes Jahr vergehen zu lassen. Und dazu habe ich mir natürlich auch extra wieder illustre Gäste mit in die Sendung geholt. Und heute Abend habe ich sogar zwei Techniker bei mir sitzen. Zum einen meinen über alles geliebten Techniker aus Düsseldorf, ja nicht mehr, Strahlen. Strahlen, ist mal richtig? Hi. Ah, funktioniert wunderbar. Und Techniker Nummer Da. zwei. Und Techniker Nummer zwei, genau. So. Wir haben einen kleinen bunten Strauß an Themen. Wir begrüßen natürlich alle draußen. Wir haben im Chat schon den Curry, den Pups. Vielleicht kommen noch ein paar Leute, aber für die, die jetzt zuschauen und gar nichts von dem Chat wissen, könnte natürlich der Techniker mal den Chat unten einblenden. Und zwar teilnehmen kann man bei, ja, genau, https Doppelpunkt chat.punkstatoni.net. Da kommt ihr direkt auf die Seite, kannst du mal reinfahren, das ist immer ein bisschen schnell. Gebt ihr euch einfach einen Nickname, dann landet ihr direkt im IRC-Chat. Das ist was richtiges Nerdiges, so IRC-Chat, ne? Ganz Ja. alte Technologie. Genau, und meiner einer ist übrigens Punxsutawney und ich glaube, ich habe vergessen, das auf Episode 68 ist. Nee, ich habe sogar dran gedacht. Guck mal, ich habe dran gedacht. Episode 68. Wie immer beginnen wir die Sendung mit einem schönen Riesling. Ich war übrigens vor 3 Wochen, Techniker Goldmarie war 3 Wochen oder 2 Wochen, wo wir auf der Weinmesse waren. Ja, also Neunten, am 9. es war vor 2 Wochen dann. 3 Wochen. 3 Wochen. Auf einer Weinmesse, da habe ich es dann nochmal mit Rotwein probiert. Da es mir aber, glaube ich, generell vorher schon nicht so gut ging, hat der Rotwein auch nicht wirklich so gut gemundet. Bindenstrich. Ach, ein Bindenstrich, ja. Deswegen bleibe ich erstmal weiter bei dem Weißwein und wir haben heute einen Heinrich Vollmer V, die Außerirdischen kommen. Kennst du die Fernsehserie? Ja. Riesling trocken 2005 aus der Pfalz. Jetzt also eher gedacht, VW Vendetta, aber. So. Beim letzten Mal ist uns eine Katze da drauf gesprungen. Und hat irgendwann mal das Setup durcheinander. Wir hatten schon ein bisschen Panik. Oh, der ist. Erstmal hier für den Techniker. Techniker oder Technikerin? Technikerin. Oh, einmal weiterreichen. Hier miaut es ganz ordentlich hinter mir. Und für den Techniker auch noch. Ja, wenn ich so viele Techniker habe, muss ich irgendwann größere Weinflaschen kaufen. Oder einfach eine zweite. Ja, aber wir kompensieren das ja im Laufe der Sendung. So, dann wollen wir doch mal einen. So. Also er ist jetzt im Glas gar nicht aufdringlich. Warum hast du mir so viel eingeschüttet? Ist nicht so dein Ding. Naja, ich Du musst dann weiß hier auch ja, was schon noch tonen. kommt. Ja. Ich trinke den Du musst mal dran denken, wenn du Audio, du hast dein eigenes Mikro, ne? Ja, ich muss ja nicht immer zu hören. Ja. Also ich übernehme das dann auch. Also ich finde es jetzt nicht unangenehm. Ich finde ihn jetzt gar nicht so trocken. Also dafür, dass er trocken ist. Ich habe jetzt wieder keine Ahnung, ob ich hätte Schiefer schmecken müssen oder so, weil er aus der Pfalz kommt oder sonst irgendwas. Ich kann auch keine Pfirsich, Mandarine oder Nektarin oder sonst was. Da müssen wir ja auf den Gaumen der Technikerin vertrauen. Ja, dein Gaumen ist ja verbrannt nach der heißen Suppe. Ja, das mundet auf jeden Fall. Da fällt mir gerade ein, ich muss ja kurz einem Whisky-Kenner schicken, dass wir auf Sendung sind und Whisky verkosten. Da muss ich mal, das ist ein bisschen unprofessionell, aber hätte es mich auch mal vorher dran erinnern können. Ich gebe sie dir gleich rüber. Emo. Weißt du noch den Link, wie das war? Stash Live, glaube ich, ne? Ja, einfach so. Live, ja. Passt schon. Ich muss kurz der Technikerin mal rüberreichen. Du kannst selber. Gut, kommen
kommen wir zum ersten Thema. Ich habe ja wieder ein paar Themen zusammengesucht. Heute wird es nerdig, auf jeden Fall. Und wir fangen aber mit einer kleinen Auspackzeremonie an. Und zwar kam heute ein Paket. Juhu! Und zwar meine Apple Watch Series 2. Ihr seht, mein Arm ist ja auch ohne. Irgendwas ist gekommen und ich kann jetzt ein Unboxing machen. Ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Wie immer muss man Apple aber lassen. Schön hier kann ich ziehen und aufreißen. Und hinter mich werfen. Und jetzt gucken wir mal. Ah, oh. Wusste da vielleicht mal die Presenter-Kamera? Nö, das machen wir auch. Das machen wir so. Guck mal. Ah. So. Oh, in schwarz. In schwarz. Ach so, das ist schon die Nike. Ja, ja, das ist jetzt Nike die Nike Plus. So, warte. Da sieht man es. Wo sieht man es? Sieht man hier, welche Version ich habe? Genau, hier sieht man Watch Series 2, 38. Warte mal, jetzt können wir doch mal diese Kamera machen. Warte, ich muss erst auf den Modus gehen. Das ist ein bisschen blöd, weil es mal weggeht. So, jetzt kannst du. Da sieht man jetzt Watch Series Nike Sportband. Ja, da können wir wieder zurück. Da habt ihr übrigens jetzt auch mal kurz gesehen, wie das Studio-Setup aussieht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das ausgemacht kriege. Tja, bei dem einen haben sie sich was Tolles einfallen lassen, aber hier... ja, da habe ich mal gelernt, man muss ja nur Rubbelfinger haben und schon hat es funktioniert. Rubbelfinger. Nicht, was du wieder denkst beim Rubbeln. Das Touchback-Jar ist nicht da, sonst könntest du gleich was einschmeißen. So, warte mal, gucken wir mal. Oh, aber also ich finde eine... Warte mal, ich habe gelernt, die kannst die einfach nur den Karton anheben und es sackt von alleine durch. Dann musst du aber die Hände mal drunter malen, weil sonst fällt es runter. Und, ja, normalerweise von oben anfassen. Das ist, ja. Und aber auch wirklich stabiler Karton. Ich glaube, die erste Apple Watch, die ich gekauft hatte, das war ein ganz schnöder weißer Karton. Also sehr unspektakulärer. Ja. Dunkelkamera, so. Weißer Karton. So, jetzt haben wir hier, wie immer, was ist das? Armband. Nee, das Armband ist an der Uhr. Armband ist da drin, ne? Ach, da ist noch ein zweites Armband drin. Ja. Ein langes und ein kurzes. Tatsächlich. Und? Techniker halt. Da kommt sie. Aber was ist da noch drunter? Ja, das Netzteil. Jetzt der große Test. Ist das ein USB-C-Netzteil? Nein, es ist ein USB-Netzteil. Normal. Ja, oh, Wunder. Ich kann das ja gar nicht an mein MacBook Pro anschließen. Ach, das ist ein anderes Thema. Das kommt später. Welches MacBook Pro? Du wolltest doch erst bestellen. Jetzt willst du ja doch nicht. Ja, das kommt noch später. Ja. So. Hier ist also die Sport. Sie ist ja eigentlich weitestgehend wie meine andere, nur mit diesem neuen Band. Ich gucke, wie man das... Ah, so geht's. Und, oh, das fühlt sich aber gut an. So, das muss aus der Nippel, aus der Lasche. Und jetzt machen wir mal den Komforttest. Ja, sieht irgendwie aus wie meine alte. Hat sie noch Strom? Anscheinend nicht. Oder ich drücke einen falschen Knopf, das kann auch sein. Ah, sie bootet. So, lassen wir sie mal booten. Das ist also meine neue Apple Watch Sport. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr, jetzt muss ich ja wieder Sport machen. Aber die Verpackung ist echt hochwertig. Also da bin ich jetzt... Das ist so immer schick, wie schön sie das machen. Ja, aber das ist vor allem... Achso, jetzt kommen natürlich die Fragen, warum habe ich mir eine neue gekauft? Ich habe mir eine neue gekauft, weil sie integriertes GPS hat. Das heißt, ich kann jetzt auch mal joggen gehen, ohne dass ich mein iPhone mitnehmen muss. Okay, der Akkuleistung hält dann, glaube ich, 5 Stunden nur aktuell bin ich garantiert auch nicht in der Lage, Marathon zu laufen. Von daher ist das mehr als ausreichend, weil ich bin immer so zwischen 1 und 2 Stunden joggen. Von daher vollkommen ausreichend für mich. Und man kann sie unter Wasser, das heißt, ich kann sie auch beim Schwimmen anlassen. Und das ist einer der Gründe. Jetzt muss ich überlegen, was ich mit meiner alten Apple Watch mache. Ich kann natürlich jetzt immer sagen, ich wechsle. So habe ich dieses Akkuproblem nicht mehr. So, das eine ist die zum Schlafen Uhr und das andere ist die für den Tag. Vielleicht geht sie aber auch in den Teich.
Aber vielleicht mache ich sie auch einfach ums Handgelenk der Technikerin, wenn sie joggen geht. Ah, ihr könnt das jetzt nicht hören, aber da kommt schon die Freude aus dem Off. Ja. Soll ich das Mikro mal anmachen? Genau, das ist meine schöne... Ach hier, warte mal, hier habe ich noch ein bisschen was, das gehört auch noch da rein. Ich reiche es mal weiter. Die schöne Apple Watch. Vorgestellt wurde sie letzten Monat, wurde aber dann pünktlich auch geliefert. Am 28. sollte sie kommen, heute kam sie auch an. Etwas, was ja wohl mit den AirPods nicht sein wird. Die wurden angekündigt und jetzt, glaube ich, bis auf Weiteres verschoben. Lassen wir uns mal überraschen. Vermutlich, weil sie schon zu viele Trageversuche verloren haben. Du musst immer mein Mikro auch mal anmachen, wenn du redest. Vermutlich, weil schon zu viele Leute, die bei Trageversuchen verloren haben. Ah, okay. Das kann natürlich sein. Was fühlt sich's? Es fühlt sich gut an. Ja. Ja, aber nicht viel anders als ja. Die Technikerin redet natürlich gerade von mir. Kommen wir zum zweiten Mac-Thema. Eigentlich wollte ich dieses Thema freudig sagen, wie begeistert ich bin, was Apple gestern im Hello Again Keynote vorgestellt hat. Euch schon meine Versandbestätigung in einem MacBook Pro. Aber es ist seit langer Zeit mal wieder gewesen, dass ich, glaube ich, ab der Hälfte der Keynote nicht mehr wirklich zugeguckt habe. Ich einfach nur dann angepisst war, als ich gesehen habe, dass das MacBook Pro nur mit 16 GB RAM kommt. Und es wäre eigentlich ideal, wenn diese 16 GB RAM nicht wären. Wenn das 32 GB RAM wären, wäre es ein Sofortkauf. Mit 16 GB RAM muss ich garantiert erst 3-4 Whisky in mich reinschütten. Weil dann sieht man alles doppelt und dann verdoppelt sich vielleicht auch die 16 GB RAM. Zu 32. Ansonsten bin ich persönlich, also ich mag ja diese Touchbar, nennen sie es, glaube ich, ne? Ja, Touchbar, weil es ist wirklich, man hat Funktionstasten, ich kenne sie auch noch, gerade aus der Unix-Welt und auch in der Windows-Welt, aber eigentlich mag ich es, wenn diese Tasten Funktionen in den Anwendungen machen und dann auch wirklich optimiert, was sie ja eh tun, ist ja immer im gemappt. Und deswegen ist der Ansatz, das OLED zu machen, dass ich mir die Tasten hinlegen kann, schon ideal. Konzept gefällt mir, Apple alles richtig gemacht. Das Ding ist nur 1,9 Kilo schwer, glaube ich, auch alles richtig gemacht. 2 Kilo. Grafikkarte muss ich gucken. Ich hoffe, ich kann Battlefield 1 in Full HD Auflösung darauf zocken. Also die Benchmark-Tests werden mich mal interessieren. Wieso lacht der Techniker jetzt? Kannst auch mal das Bild wieder wegmachen? So. Ja, jetzt kannst du auch mal sagen, warum du lasst. Mikro an und sagen. Na, lass mal. Glaube ich ja nicht. Also. Du redest von dem Battlefield, was wir da eben oben gesehen haben. Mhm. Ja. Mit MacBook Pro. Ja. Das mit ist eine Radeon Pro 460. Das ist schon. 460, 455. Nee, 460 gibt es ja als Upgrade. Okay. Das kannst du upgraden im Gegensatz zu dem anderen. Na gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Weißt du, wie wir das am besten rausfinden? Indem ich eins bestelle. Der ist schnell, der Mann. Vor allem, das kann man sogar live zeigen. Ne? Wir haben ja gesehen, der nimmt ja das komplett am Telefon. Ja, warten wir noch ein bisschen ab. Die Sendung geht ja noch ein paar Minuten. Also ich persönlich, als ich den Mac Pro damals gesehen habe, da war so Kaufreflex, haben wollen. Ich bin auch wirklich, ich bereue es bis heute nicht. Das Ding ist einfach schick und Sendung funktioniert einwandfrei. Traum. MacBook Pro, bis ich gesehen habe, keine 32 Gig, das gleiche Gefühl und dann ging nichts mehr. Alles vorbei. Du hast auch keins bestellt, ne? Nee. Ja, ich habe keins bestellt. Okay. Ich weiß, ein Freund von mir hat eins bestellt, das 13 Zoll. Ups, da hat sich gerade was gelöst hier hinten. Das muss ich mal kurz hier einklemmen. Kannst du mal, ja, das einfach nur ein bisschen, Dankeschön. Mm. Sehr gut. Woran hat das jetzt gelegen, das Ah, das ist ein bisschen... Das funktioniert hier nicht. Ah, nicht so festziehen, dann ziehst du es mir wieder. Alles gut. Das müssen wir irgendwie festkleben, glaube ich. So geht es. Ein bisschen stranguliert. So, jetzt bin ich aber auch komplett raus. So, jetzt MacBook. MacBook, warte mal, ich muss mal kurz das. So kann ich das jetzt nicht wieder. Ach so, falsche Richtung. So.
MacBook. Ja, ein Bekannter hat es bestellt. Wir schauen einfach mal. Die Sendung geht ja noch ein paar Minuten und dann gucken wir mal, was da passiert. Siehst du, hierfür, übrigens, weißt du, wofür ich die AirPods kaufen wollte? Ja, jetzt weiß ich es. Ich sehe es. Ja, dafür wollte ich die AirPods haben. Dann hängen die nur so ein bisschen drin, alles gut. Ideale Use Case. Und jetzt strubbeln einen hier dich, so. Einen für mich immer. Ja, genau. Und jetzt strubbeln hier diese komischen Kabel die ganze Zeit an mir rum und ich zuppel nur. Oh, du könntest natürlich mit Tesa streifen. Das ist wie ein Nippel abkleben. Du kannst auch hinten eine Wäscheklammer dran machen. Ja, eine Wäscheklammer werden wir machen. Wäscheklammer. Ja. Da. Dann können wir gleich noch so ein bisschen liften. Bisschen straffen, ne? Oh, einen schönen Gruß in die Schweiz. Hauptschweiz. Können wir mal das Bärchi fragen. Bärchi, hast du denn schon bestellt? Ah, keine Heißklebepistole 20, ich glaub's ja nicht. Habt ihr eigentlich das jetzt mitgekriegt mit der Simpsons-Folge, wo Lisa Simpsons Präsidentin wird und sie dann sozusagen in ihrer ersten Amtshandlung, jetzt sieht man die Wäscheklammer hinten mit seinem zarten Rosa. Du bist aber mit nichts zufrieden, ey. Du magst das so gerne. Sehr gut. Sehr gut. Alles gut, das sieht man ja nicht. Warte mal, doch. Die Präsenterkamera. Wir, warte. Müssen wir mal gucken. Broadcast. Mimocam. Oh, dann werde ich wenigstens mal wieder selber. Ich kann ja, warte mal, ich kann ja so machen. So. Ah. Das ist so wird im Fernsehen gearbeitet. Professionell. So, guck mal. Stehst drauf, Pink. Ja. Genau. Ja. Bin ich ehrlich. Die wäre wohl passend zu Fred. Das stimmt. Ja. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Was hältst du davon? Jetzt hängt ja. Das so stark, dass mir das Ohr hier. Alles gut. Ich bewege mich nicht mehr. Ich bin jetzt eingefroren, steif. Ich brauche noch so einen halben Zentimeter. Danke, Techniker. Ah, gestern. Diese Cocoa-Bärchi ist wie ich. Wenn der Erstkaufreflex nicht erfüllt wird. Das ist ein bisschen wie mit dem iPhone 7 übrigens. Ich habe ja noch kein iPhone 7 und jetzt habe ich es ein paar Wochen nicht mehr und jetzt. Ist auch ein bisschen so, ich brauche es jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt kann ich auch, glaube ich, bis nächstes Jahr warten. So, ich kann nicht mal ein bisschen Weißwein. Ich habe mir schon die Stimme ein bisschen trocken. Meinen geredet. Kindern habe ich immer gesagt, wo ist das Verb? Kann ich bitte? Das Verb? Haben. Komm so. Mal bei mir bei. Ja. Du hast so. Noch fast nichts getrunken. Ich bin langsam, ja, wir wollen ja auch, dass der Jan, wir wollen es ja auch, dass der Lars heute noch an den MacBook Pro kommt. Aber du siehst jetzt, warum ich dieses AirPod brauche. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist, was für alte Männer, also ideal für mich. Und zwar habe ich einen Raspberry Pi gehabt und habe immer überlegt, was mache ich mit diesem Raspberry Pi? Es war mal ein AirPod-Streamer, dann war es zwischendurch ein Server. Und dann bin ich vor ein paar Wochen über eine Sendung bei den Rocket Beans gestolpert, wo sie gesagt haben, achso, Retro-Boxen. Und dann dachte ich, das ist eine gute Idee. Und zwar kann man auf der Raspberry Pi eine Software installieren, die nennt sich Recall-Box. Und was ist das? Das ist eigentlich ein Linux mit lauter Emulatoren, die man dann an den Fernseher anschließt und kann dann Super Nintendo, Amstrad hatte ich auch, wir hatten Neo Geo-Spiele. Kannst du auch mal das Bild kurz zeigen? Sieht man ein bisschen was genau, da sieht man es. Oder MAME, also klassischen Konsolenspieler aus den Spielhallen. Und das macht richtig Spaß. Und ich habe es dem Techniker heute auch gezeigt, so kleine Box, per HDMI, ein Fernseher, Xbox-Controller in die Hand und dann, was hatten wir gezockt? 1941. Ja, und Super Turrican. Ja, da war noch eins hier. Und Who Does Wins 2. Genau. Was man also ich hoffe, braucht. Du konntest es früher besser spielen als heute. Ja. Wenn du deine... Ah, dann hast du dein Mikro an. Ja, habe ich angemacht. Ja. Sehr gut. Passt ja. Natürlich. Heute war ein bisschen Hand-Auge-Koordinationsproblem. Und außerdem, ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem PlayStation-Controller gespielt, da komme ich mit dem Xbox-Controller durcheinander. Passiert halt schon mal. So. Jetzt muss ich immer auf mein Alter anspielen. Nee, meins. Ach, deins. Ja. Nein, aber auf jeden Fall ist sehr leicht zu installieren. Man lädt einfach das Image runter, knallt das auf eine SD-Karte, ab in die
ins Raspberry Pi, anschließend an den Fernseher, wie gesagt, Controller anschließen und dann kann man loszocken, wenn man die ROMs für die Spiele hat. Natürlich habt ihr alle noch Sicherheitskopien von euren alten Spielen. Ansonsten kann man die auch bei Steam kaufen oder Humble Bundle. Es gibt häufiger Humble Bundle-Aktionen. Die hatten die Neo Geo-Spiele vor, glaube ich, im letzten Winter für 20 Euro alle Neo Geo-Spiele. Da kriegt ihr ja die ROM-Binaries, schmeißt die auf das Raspberry Pi und könnt loszocken. Genau, kommen wir nämlich dazu. Das ist das Raspberry Pi, das müsste der Release 3 sein. Mit dem Computer hat es, glaube ich, na, wobei, ich glaube, der Arduino war davor. Dieses Arduino-Board. Oder war der Raspberry Pi zuerst? Ich meine, der Pi war zuerst, aber... Ja, aber auf jeden Fall, was ist das? Ist ein kleiner Minicomputer, ist übrigens von dem Engländer in den Markt gebracht worden, der uns auch Elite, Mr. Brem. Brem? David Brem müsste er, glaube ich, heißen. Elite, kennst du noch vom C64? Da habe ich manche Stunde meiner Jugend mitverbracht. Brauchst du das Bild noch? Nee, können wir ausblenden. Ich wollte noch zeigen, was also, da drauf ist. Achso, das ist, glaube ich, zu technisch. Also da haben wir ein paar USB-Ports, wir haben Ethernet. Immerhin, der hat 4 USB-Ports. Die Version davor hatte nur 2. Man hat fest Ethernet. Und ich glaube, in der Version ist auch Wireless jetzt integriert. Was in den anderen musstest du über USB-Dongle machen. HDMI-Ausgang? HDMI, ja. Und Analog-Audio-Ausgang. Ansonsten Digital-Audio natürlich über HDMI-Port. Micro-USB? Das ist der Strom. Also damit wird es über Strom versorgt. Und gibt es natürlich 1000 Erweiterungen. Man kann Gehäuse aus dem 3D-Drucker. Man kann es auch leicht übertakten, gerade für die Emulatoren spielen. Dann sollte man aber noch einen Passivlüfter auf den Chip machen. Mach nochmal die Grafik kurz rein, bitte. Ich habe jetzt keine Maus. Es fehlt so ein Pointer. Da sieht man in der Mitte die CPU und allem. Da kann man noch einen Passivkühler drauf machen und dann kann man es leicht übertakten. Und ja, das ist ein ganzer Computer. So ungefähr ist auch zum Beispiel Apple I verkauft worden. Ne? Platine, alles drauf. Okay, nicht ganz so schnell. Ein paar mehr Chips, aber so wurden früher Computer verkauft. Also back to the root. Wie war das? Wie mit den 25 Jahre MacBook? 25. Wobei ich bin ein bisschen nostalgisch geworden gestern, weil mein allererster Mac, den ich hatte, war ein PowerBook G3 Pismo. Bronx Tastatur. Schön. Wunderschönes Gerät. Ja, war es auch. Dann hatte ich danach, glaube ich, den Cube. Dann ein iMac. Dann ein MacBook Pro. Dann ein Mac Pro. Dann nochmal ein iMac. Und dann den Mac Pro. Und ein paar Minis dazwischen. Kann ich sagen. Den Cube, den habe ich auch noch zu Hause stehen. Ich habe auch noch einen von den... Müsste es auch den... Ah, hast du einen? Habe ich an. Ja, okay. Von den, wie heißt die, Subwoofer? iSub, den ersten. Oh, ja. Habe ich noch einen zu Hause stehen. Oh, ich habe noch einen 17 Zoll Apple DisplayPort. Ja. Nee, ADP, wie nennt sich das nochmal? ADP. ADP, Apple DisplayPort. Nee. Doch, war das echt so? So, wir haben ja Fachleute im Chat, die werden uns das korrigieren. Nee, du gehst das nicht darauf. Das ist übrigens auch schön, Apple Display. Wir werden von Apple ja kein Display mehr sehen, glaube ich. Das ist übrigens das Berchi-Display. Das ist vom Berchi, das hat nämlich auch einen Schweizer Stecker. So. Mit deutschen Adapter. Ich bin übrigens immer. Ja. Apple Display, genau. Ah, genau. Ich bin übrigens immer noch begeistert. Muss mal rausfragen, ist denn Bild und Ton noch in Sync? Weil der Server behauptet zumindest, dass alles grün ist, rausgeht. Wäre ja mal was Neues, ne? Da muss ich glatt einen Weißwein drauf trinken. Merkst du was? Der will das MacBook Pro unbedingt bestellen noch. Ja, muss ich mal gucken. Ja, hab eine gute Bewertung vom Chef bekommen. Ja, aber. Ja. Also das zum Thema. Also wer von euch ein bisschen nerdig ist, gern mal wieder alte Spiele spielen möchte und das für kleines Geld und hat noch einen Raspberry Pi zu Hause rumfliegen, dann einfach installieren. Recalbox gibt es unter recalbox.org, glaube ich. Ein Xbox-Controller kriegt ihr für 25 Euro oder so und die ROMs, wenn man
bisschen bei Google sucht, wird man die auch finden. So habe ich sie gefunden. Neben meinen Originalen. Wollte ich gerade sagen, in deinen Originalen. Ja, ja. Google durchsucht ja meine Originale. Ich habe wirklich eine Originale. Google klaut. Ich habe bei meiner Mama noch eine ganze Box mit alten Computerspielen. Ich habe keine Floppy-Lauf, wobei ich habe auch noch alte Computer da stehen. Aber, ja, stimmt. Das gute Display. Es bräuchte mal einen großen Bruder. So einen 5K-Bruder. Von LG? Ja. Gibt es das jetzt? Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht mit dem MacBook Pro zusammen bestellen. Ja, komm, weil wir ja bei dem MacBook Pro sind. Der Grund, warum ich ja einen MacBook Pro mir anschaffen wollte, ist zum einen, weil ich das Firmen-Notebook zu Hause lassen wollte, weil wir bewegen uns gerade zu dem Bring Your Own Device in der Firma. Also wir sind ja komplett auf Office 365 migriert. Und wenn man das seinen Rechner neu installieren will, dann kriegt man erst ein VM-Image. Und dann steht drin, und falls du es auf Physik installieren willst, dann mach einen USB-Stick raus. Das hieß für mich, okay, ich soll eine VM benutzen, dann kann ich es ja gleich auf meinem Mac machen. Und weil ich dann im Hotel abends sinnvoll arbeiten kann und nebenbei eine Runde Arma 3 und Battlefield 2 zocken. Weil was ich nämlich festgestellt habe, es gibt Battlefield 1 und das ist ja der Nachfolger von Battlefield 2. Also Battlefield 2 gab es vor ungefähr 6-7 Jahren, dann gab es lauter Battlefields dazwischen und dieses Jahr gibt es Battlefield 1. Und Battlefield 2 habe ich mit meinen Jungs immer gezockt und vor allem mit Mugi von der Tankstelle. Ich sage nur Kakant-Karte und das gibt es jetzt kostenlos. Kakant. Battle of Kakant. So heißt die Karte. Wir sind nicht nerdig genug. Und das Problem ist, dass du Battlefield 2 nicht mehr bekommst heutzutage, weil die Game-Server, die du brauchst fürs Multiplayer, die wurden vor ein paar Jahren abgeschalten. Und das Gute ist, im Internet gibt es immer Nerds, die haben dann einfach ein Re-Engineering gemacht und haben eigene Server geschrieben. Und EA, die ja eigentlich die größten Arschlöcher in der Spielebranche sind, supporten das sogar. Oder zumindest klagen sie nicht aus dem Internet. Und die haben jetzt einen eigenen, eine Open, also nicht eine Open, eine freie Version, kostenlose, die es sogar nativ für Mac gibt. Also kann man auch auf Mac Battlefield 2, habe ich sogar, glaube ich, hier drauf. Und genau, so sieht es aus. Website ist ein bisschen hässlich. Und da dachte ich mir, wenn ich halt einsam im Hotel sitze, bevor ich auf dumme Gedanken komme und irgendwas kaufe, dann spiele ich lieber ein Computerspiel oder arbeite was. Und deswegen Battlefield 2. Für mich halt auch wichtig, weil man darf nicht vergessen, gerade diese modernen Medien und allem, ein Buch oder so, das kannst du 300 Jahre hinlegen und kannst noch benutzen, weil du kannst noch lesen. Aber Software, sei einfach mal ehrlich, nach 10 Jahren kannst du dir nicht mehr sicher sein, ob du die noch benutzen kannst. Sieh nur ganzen Fotos von deinen Kameras oder alles, oder du hast jetzt Adobe Lightroom-Format, keine Ahnung, ob es in 10 Jahren noch Adobe Lightroom gibt. JPEG und RAW wird es zum Glück noch geben. Es gibt kein Lightroom-Format. Okay, dann halt RAW-Format, aber Lightroom. Gibt es kein Lightroom-Format für Ihre Datenbanken, wo Metadaten drin sind, oder schreiben Sie die in RAW rein? Ja, aber das ist dann die Datenbank. Ja. Fotos kann sie immer noch öffnen. Du bist aber eine SQL-Datenbank. Ja. 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 Battlefield 2. Ich könnte natürlich auch Battlefield 1 einfach heute Abend bestellen, anstatt ein MacBook Pro. Das ist billiger. Wobei, nein. Worauf spielst du das dann? Auf der PlayStation 4 Pro. Nee, übrigens, Ego-Shooter spiele ich nicht auf der Konsole. Funktioniert nicht. Das funktioniert mein Gehirn nicht. Diese Hand-Auge-Koordination bei Ego-Shootern auf dem Controller geht nicht. Okay, ich habe letztes Wochenende, wo ich ein bisschen kränklich war, auf der Couch gelegen morgens und ich kann aktuell Doom, die Kampagne im Demo spielen und habe es versucht, geht nicht. Ich brauche meine Tastatur, Maus bei Shootern. Geschicklichkeitsspiele und so ist Controller besser. Worauf ich mich aber freue, ist, Anfang Dezember kommt The Last Guardian von den Machern von Shadow of Colossus. Vor allem, das wird ein Spiel sein, was meine Lebensgefährtin auch spielen wird. Jede Wette. Und das werde ich euch dann beweisen, wenn ich danach auf Sendung mache. So. Kommen wir mal wieder zu was Ernstem, und zwar was kulturell Wertvolles, eine Fernsehdokumentation. Und zwar über den größten Baumaterialhersteller der Welt. Also keine Firma stellt mehr Steine, Bausteine pro Jahr her als die Firma Lego. Und es gibt, ich glaube, ich habe das falsch geschrieben.
Recumentary. Kannst du mal das Foto reinfahren? Mich würde mal interessieren, ob ich das jetzt richtig geschrieben habe. Ah, ich habe es doch richtig geschrieben. Das ist übrigens eine per Kickstarter gefundete Dokumentation über Lego, wo ich zum ersten Mal erfahren habe, dass für so Leute wie meiner einer und deiner einer, deswegen bist du ja auch da, wir bauen ja morgen den Todesstern. Ja. Da gibt es einen Fachausdruck für, wir sind nämlich AFOLs. AFOL. Adult Fans of Lego. Guck nicht ganz so weit erziehen. Was denn? Also meine Klammer, ja. Ja. Doch den Tacker holen. Und ist eine sehr schöne Dokumentation, die auch zeigt, dass Lego im medizinischen Bereich eingesetzt wird, gerade bei autistischen Patienten. Also kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, sollte mittlerweile bei Netflix. Den Blick habe ich gerade gesehen. Ja, also gibt es bei Netflix, glaube ich, mittlerweile, ansonsten iTunes und allem. Und ist neben der Steak-Dokumentation aktuell meine Lieblingsdokumentation. Was? Das ist hier in dem Chat unten. Das Bärchi geht auf die Couch mit dem iPad Pro. Ja, also wie gesagt, da draußen für alle, die gern nochmal Lego spielen, und wir haben ja ein paar schöne Sets, da hinten stehen auch noch ein paar, weil der Techniker und ich ja auch noch den Lego Mercedes Actros LKW bauen wollen. Müssen wir mal gucken, wann wir das schaffen. Dann wartet noch ein Porsche, der gebaut werden muss. Ein Caterham. Dann haben wir noch ein Mini und ein paar Vögel. Also es kann ein langer, kalter Winter werden, damit das alles fertig wird. Nein. Wie ein großer Teil weg. Achso, stimmt, wir sind in Urlaub. Ja, das Bild. Achso, das soll weg. Ja, normalerweise das so. Bild, da haben wir. Nee, haben wir früher nicht immer so ein Zeichen. Ich glaube immer, wenn ich jetzt so umdrehe, ja, dann Bild. Mit einem Feuerzeug hinlegen. Ja, oder ja, wir hatten viele. Ist schon ein bisschen her, ne? Ja, das funktioniert so nicht, egal. Ich kann mir ja so eine Klammer ins Ohr machen, wenn ich sie abnehme, dann. Nein. Das ist keine BDSM-Sendung. So. Kommen wir nach der schönen Dokumentation über Lego. Das stimmt nicht, ich stelle gerade fest, ich bin, glaube ich, wirklich ein Nerd. Ja, jetzt das nächste Thema kommt Comics. Echt jetzt? Nerd? Du? Stimmt das? Sag mal. Okay, bislang war mir das schon verborgen geblieben. Ach, das beruhigt mich ja. Ja, ich finde, so Selbsterkenntnis-Reflexionsmomente sind wichtig im Leben, dass man mal einen Schritt zurückgeht, sich sozusagen aus sich heraus, sich selbst anschaut, erkennt, alles richtig, siehst einfach gut aus, alles perfekt. So, ich brauche noch ein bisschen Weißwein. Mich jetzt aber für das nächste Mal. Was? Eine Büroklammer. Willst du mich zwacken? Ins Ohr. Na. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, der Weißwein ist gleich alle. Na, so kommen gleich. Wir. So gleich. Okay, ist alle. Kommen wir also zum nächsten. Und ich bin einfach ein großer Comic-Fan, das stimmt. Und ab und zu lese ich sie auch gerne. Und es gibt jetzt einen Neurelease von Wonder Woman. Das Schöne in der Comic-Welt ist, die fangen ja immer wieder von vorne an. Und dementsprechend werden alle gefühlt 10 Jahre die Origin-Geschichten neu erzählt. Und Wonder Woman Erde 1 ist genauso eine Origin-Geschichte, wo halt beschrieben wird, woher kommt eigentlich Wonder Woman, wer ist sie, wie wird sie zu Wonder Woman und allem, ist von Grant Morrison. Und gibt es in einer normalen Edition. Und dann gibt es natürlich auch noch eine limitierte Edition mit Hardcover, schön und allem. Und aktuell Wonder Woman ist vor 2 Tagen oder 3 Tagen zur Botschafterin der UNO ernannt worden. Für Frauenthemen. Ich weiß es jetzt nicht. Frauenrechte. Entschuldigung. Und ihr Vertreter ist ja Donald Trump, oder? Nee. Aber weißt du übrigens, wer auch Sonderbotschafter der UNO, so war das. Weißt du übrigens, wer auch Sonderbotschafter der UNO ist? Nein. Tinkerbell. Mhm. Und Winnie the Pooh. Pooh.
Der Bär. Das sind alles drei offizielle Sonderbotschafter der UN. Passt der Trump doch gut hin. Ne? Ja, hast ja vorhin nicht drauf geantwortet, auf meinen Satz mit der Simpsons-Episode, wo Lisa Simpson Präsidentin wird und sie sagen... Ich war damit beschäftigt, dein Kabel da zu verstauen. Achso, das stimmt. Nee, aber in der die Episode ist, glaube ich, aus Ende der 90er. Also Lisa als erwachsene Frau, sie wird Präsidentin, Bart lungert rum und dann siehst du nur, sie sitzt im White House, Oval Office, und dann mit ihrem Berater, und der erste Satz, den, glaube ich, einer Berater sagt, wir müssen erstmal gucken, wie wir die Schulden, mit den Schulden umgehen, die uns Präsident Trump hinterlassen hat. Das war in den 90ern gesendet. Mhm. Macht mir ein bisschen Angst. Die Simpsons-Macher haben echt eine Zeitmaschine. Unglaublich. Nein, kommen wir aber zu Wonder Woman Erde 1. Also wer, einfach mal die Origin-Geschichte von Wonder Woman. Also wie die Amazone zur Amazone wurde, lesen möchte. In einer wirklich schönen, modernen Variante von Grant Morrison kann ich das Comic nur ans Herz legen. Gibt es aktuell, glaube ich, für 12 Euro im Handel. Beziehungsweise plus eine Spezialedition, die man auch haben kann. Ah, so Comics sind... Ich finde immer, Comics werden auch unterbewertet. Also in Comics werden sehr häufig sozialkritische Themen angesprochen, bevor sie in dem Rest der Gesellschaft angesprochen werden. Damit habe ich euch jetzt verschreckt. Nö. Ja. Aber um die Stimmung ein bisschen zu heben... Weil wenn der Techniker in der Sendung ist, müssen wir ja ein bisschen Alkohol trinken. Und dementsprechend nötige ich den Techniker dazu, dass er mit mir einen Gin trinken muss. Und heute gibt es einen Kyle's Club Gin. Den habe ich übrigens schon mal getrunken, und zwar als mein Bruder Vater geworden ist. Das war nämlich der Gin, den ich in Wolgast getrunken habe, den sie hatten. Und dementsprechend, ach, da brauchen wir ja auch noch... Ah, ich habe noch kein Glas, fällt mir gerade ein. Doch. Ist da. Wir müssen das erstmal aufmachen. Wolltest du das jetzt selber aufmachen, oder? Nee, das darfst du. Danke. Bisschen arbeiten darfst du auch. Ich muss erstmal ein bisschen was erzählen zu dem... Zu dem Kalzgin. Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Also der Kalzgin, cool, aber... freigestellt. Ja, ne? Das Bild habe ich übrigens auch ein bisschen geklaut. 2000, siehst du? Da gibt es nämlich Leute, die das auch gesehen haben. Inselmann? Ist das hier Bert? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, und siehst du, bei YouTube auch. Kyle's Club Gin ist ein deutscher Gin. Ich fand ihn sehr angenehm. Können wir mal schön gucken. Genau. Ah, aus der schönen Stadt Kiel. Und jetzt... Auch Kyle's. Kyle's, ja. Aber wir müssen ja erstmal Natur verkosten. Willst du eigentlich auch einen? Probier es bei mir. Ah, ja. Ah, jetzt weiß ich, wer Inselmann ist. Das ist der Whisky-Experte. So. Das ist dein Glas, ne? Das stand unten, ne? Das stand unten. Dann machen wir hier einen schönen Mugi. Das ist meins, genau. Ich übertreibe mal nicht, ne? Ist ja erstmal zum Kosten. So, mich würde ja mal interessieren, hat denn einer der Zuschauer schon ein neues MacBook Pro bestellt? Oder anders gesagt, Team 04, würdest du es denn jetzt kaufen, wenn du erneuern müsstest, sagen wir mal so? Also ist es ein Gerät, wo du sagen würdest, ja, mein altes geht jetzt kaputt und ich würde jetzt das kaufen? Oder würdest du ja sagen, ach nee, dann gucke ich doch lieber nach einem gebrauchten, alten MacBook Pro? Also ich bin kein MacBook Pro-User. Ich bin glücklich mit meinem iMac. Wäre ich MacBook Pro-User und ich hätte ein altes Notebook, ja, dann wäre das ein Gerät, welches ich mir bestellen würde. Ich muss ja gestehen, ich bin immer hin und her geswitcht. Als ich damals das MacBook Pro 17 Zoll hatte, hatte ich mir gedacht, ich werde nie mehr einen großen Rechner brauchen. Dann habe ich ja den Mac Pro. Hab mir ja das kleine MacBook 12 Zoll. Ich liebe das MacBook 12 Zoll. Das ist ein traumhaftes MacBook. Und wenn es halt nicht diesen Use Case gibt, zocken im Hotel plus meinen Firmennotebook ablösen. Und vor allem, es gibt es in Gold. Und vor allem, es gibt es in Roségold.
Das ärgert mich übrigens auch bei den MacBook Pros. Das gibt es nur in Space, Grey und in Silber. Prost. Willst du auch mal Pro probieren? Ja. Aber der ist... Nee, aber der ist sehr lecker. Eis. Ist nicht so dein Fall, ne? Wofür gibt's Eis und Tonicwasser? Ja. Und den ja, Öffner. Erzähl mal ein bisschen. Ja, was. Ich erzähle weiter. Kommen wir, wir könnten ja eigentlich mal gucken, in welcher Ausstattung ich, wenn das MacBook Pro bestellt hätte. Oder hatten wir das schon gesagt? Das hatten wir zu Beginn schon gesagt, ne? Ja, nur, dass du einen 32er haben wolltest. Nee, also der Rest ist eigentlich schon ganz okay. Der größte CPU muss es nicht sein, es sind schon E7-Prozessoren. Ich würde die 1TB SSD-Variante nehmen, die 2TB ist mir einen Tick zu teuer. Und das war's, glaube ich. Oder gab's da noch was zum Erweitern? Nee. Und, ah ja genau, die AMD Radeon Pro 460. Gucken wir mal. So, dele. Ach, da fällt mir ein, ich muss auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ja auch noch einen Landgang dieses Jahr. Das Gute ist, ich habe ja mal den Joker, ich kann das Glühwein trinken in Düsseldorf zum Landgang erklären. Da muss ich jetzt noch gucken, dass ich, glaube ich, auf die Buttons vom letzten Jahr einfach einen Aufkleber drüber mache, dass ich die Nummer erhöhe. Habe ja noch ein paar Buttons, weil letztes Jahr ja die Teilnehmerzahl etwas gering war. Meine Hoffnung ist, dass das dieses Jahr ein bisschen mehr wird. Würde mich freuen. Und Technikerin würde sich auch freuen, wenn wir uns dann sehen. Anfang Dezember ist es der erste Samstag im Dezember in Düsseldorf auf dem Weihnachtsmarkt zum lecker Glühwein trinken. Und vielleicht gibt es auch Überraschungen, man weiß ja nicht. Da ist noch kein... Ja, aber da können wir ein Kunstwerk, das schütten wir oben rein und dann siehst du, wie das hochgeht. Ja, das geht. Und jetzt gleich noch ein bisschen, du musst noch ein bisschen Vertrauen haben. Kennst das doch, vertrau mir. Und zack, ist die Kugel oben. War das jetzt eigentlich deins oder meins? Ist mir egal. Meins, wir haben alle die gleichen Krankheiten. Zack. Ja. Der rutscht das nämlich noch nicht ganz durch. Oh. Die Geräusche sind schon gewöhnungsbedürftig. Ja, das passt zu Pups. Zack, siehst du? Ja, hier ist noch ein bisschen was. Hört man das eigentlich ein bisschen? Ich könnte auch noch ein bisschen was nehmen. So, warte mal. Komm mal her. Beim letzten Mal, ne, hat deine Katze da so die Aufnahme etwas verhagelt. Ja, warte mal. Ah! Nee, den kriege ich nicht, dann bleibt er unten. Das ist schon eine Hanfjeans, die ist schon ein bisschen dicker als normale, ey. Ja, also dann den Kals Gin jetzt mit einem Fever Tree Tonic Water. Was sagt man eigentlich beim Gin trinken? Cheerio. Cheerio, Miss Sophie. Ja. Der Inselmann würde jetzt Slunche sagen. Oh. Warte mal. Wenn wir schon so malen, dann nehmen wir mal den hier. Was sagt er? Slunche. Und er würde dann antworten, Slunche war. Was alles gibt. Aber das sieht ein bisschen so ein bisschen nerdig aus hier mit dem. Ja. Oh. Ah, Prost. So, ich mach das so, jetzt mal. Und jetzt, warte, jetzt kommen wir kurz. Einmal ganz kurz. Da ist. Ja, extra. Naja, wir hatten schon mal, wie gesagt, dass wir dann, glaube ich, den Rest der Sendung was ein wussten nicht, wie es wieder rausgeht. Lief da nicht sogar ein Countdown und wir wussten ja, nicht, ja. Was passiert. Also mit Dingsy, also Tonicwasser. Ich würde ihn mir nicht wünschen. Ist ja jetzt das Mikro an? Nee, jetzt ist es aus. Jetzt also, ist es an. Also ich würde es mir nicht wünschen, also den Kals. Ja, also ich finde es ein... Also er kommt mir halt sehr entgegen. Ist ein klassischer... Er hat eine leichte Zitrusnote, aber keine penetrante, wie der Tanqueray 10 oder so. Wo wir sehr überrascht waren in der letzten Review- und Blutsendung von dem Star of Bombay.
Aber da hat man gemerkt, dass der schmeckte halt so, wie der Bombay Sapphire früher war. Und das haben sie dann festgestellt, oh, war blöd, den zu reduzieren vom Alkohol. Bringt man jetzt einfach als neue Edition für doppelten Preis nach den gefühlten raus. Clevere Idee. Und das war schon interessant. So, also so langsam bin ich zumindest nicht mehr 100% abgeneigt. Ja, kommen wir aber erstmal wieder zu ein bisschen Unterhaltung, weil es ist ja ganz wichtig und ich bin immer überrascht, wenn ich... Ja, es ist doch noch genug Tonic da. Ich bin immer überrascht, wenn ich so nette Fernsehsendungen finde. Und es gibt eine Fernsehsendung, die hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Was ich aber wusste, ist, wenn ich manchmal freitagabends nach Hause kam und die Technikerin saß auf der Couch und fing an, mit ihren Händen so zu machen. Was jetzt albern bei mir aussieht, aber wenn die Technikerin das macht, verdammt erotisch. Ja, genau, die Spannung. Ja, genau. Vor allem, der wichtige Punkt ist, dass sozusagen ihre Hüften sich genau in die Gegend richten. Also wenn die Hand da ist, in die Hüfte, also wie gesagt, sieht bei mir nicht annähernd so attraktiv aus wie bei der Technikerin. Und das macht sie nämlich immer bei dem Intro der Fernsehserie Death in Paradise. Genau. Und ich kann's. Ja. Dann war ich natürlich erstmal die ersten 10 Minuten immer abgelenkt und habe dann mich ein bisschen mit der Serie beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, dass es die bei iTunes, glaube ich, für 9 € die erste Staffel gab im Angebot und habe sie mir einfach mal runtergeladen. Die läuft bei ZDF Neo, glaube ich, freitagabends lief die immer. Genau, und spielt auf einer Karibikinsel, die früher zu Frankreich, glaube ich, gehört hat und dann an England übergeben wurde. Deswegen reden die alle Französisch, aber eigentlich unter englischer Hoheit sind. So ein bisschen wie Mauritius. Saint-Marie nennt sie sich dort und das ist eigentlich Guadeloupe. Saint-Marie, ah, das ist Guadeloupe? Ach, die Insel, so gibt es gar nicht. Nein. Ah, okay. Ich kenne den Schauspieler. Ja, und es ist eine klassische Krimiserie, die von der Struktur immer gleich ist und eigentlich relativ simpel ist. Das heißt, die Sendung fängt an, du siehst 5 Minuten Handlung, dann gibt es einen Todesfall. Das hat sowas Miss Marple-mäßiges, kann das übrigens sein? Weil also man sieht am Anfang die Antagonisten, dann sieht man eine Katze, warte mal, da sieht man Katze. Lassen wir sie mal laufen. Nee, wir lassen sie nicht laufen. Das geht. Sitzen darfst du, Porgy. Und dann geht es halt darum, dass sie herausfinden, wer der Antagonisten, der Mörder oder die Mörderin war. Ist eigentlich immer gleich gestrickt, wovon die Serie lebt. Und das bei vielen Serien ist einfach die Chemie der Charaktere untereinander. Du hast halt diesen steifen britischen Inspektor, der auf die Lebenslust, ups, und das wird ein bisschen problematisch, Porgy. Warte mal, ich muss mal kurz, au! Entschuldigung, Porgy. Die auf die, jetzt bin ich raus, Lebensfreude würde ich eher sagen, der Inselbewohner trifft. Und ach, wie heißt der Polizist, der etwas ältere, der, ja. Schaut es euch einfach an, also es lohnt sich wirklich. Leider bei ZDF Neo laufen aktuell keine Episoden mehr. Die letzte Staffel, Staffel 5 war, das ist jetzt ausgelaufen. Es gibt mittendrin auch mal einen Wechsel. Also die ersten 2 Staffeln ist ein anderer Kommissar als ab Staffel 3. Aber es ist wirklich gut. Ist halt, man merkt, eine BBC-Produktion. Und ich kann mich in den letzten 10 Jahren an keine wirklich schlechte BBC-Produktion erinnern, die ich gesehen habe. Und deswegen gibt Death in Paradise mal eine Chance, wenn ihr aktuell nichts zu sehen habt. Einfach mal reinschauen. Da fällt mir ein, hast du Black Mirror gesehen? Nein. Lohnt sich Black Mirror? Weiß ich nicht. Also, weil ich glaube, der Schäfer hatte Black Mirror empfohlen, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt, wir hatten da genau über immer so eine diverse Serien empfohlen, ja. 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 Da wir noch 1-2 alkoholische Getränke in der Sendung haben, haben wir jetzt immer so einen Wechsel zwischen Suff und Kultur. Und weil wir jetzt gerade Kultur hatten, folgt der Suff. Na, der Suff kann ja noch nicht kommen, wir haben hier noch Gin. Du musst jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ich muss noch was erzählen. Wir könnten die Bademeisterwahl vorziehen. Ja. Du springst die Sendung.
Wolltest du nicht noch Tonic Water drauf? Ich brauchte keinen Tonic Water drauf, passt alles gut. So, das Gute ist, der Techniker bittet darum, dass der Ablauf der Sendung ein wenig geändert wird. Normalerweise ist die Bademeister-Auslosung immer gegen Ende, da er aber mit dem Gin noch kämpft, wird sie vorgezogen. Ich muss mich zum einen entschuldigen, ich hatte in der letzten Sendung... Nicht nur ich kämpfe mit dem Gin, ne? Das ist doch kein Kämpfen, das ist, ich heb mir das jetzt auf, damit ich nicht zu lange auf trockener Kehle lebe. Ich habe nach der letzten Episode. Nimm noch einen Schluck. Nach der letzten Episode. Das MacBook Pro rückt immer näher. Ich habe nach der letzten Episode, in der letzten Episode ausgelost, habe aber vergessen, das umzuändern. Das heißt, alle Bademeister, die ihre Badelatschen bekommen haben, haben einfach jetzt 5 Wochen Trockenübung gemacht. Nichtsdestotrotz. Es sind damals noch ein paar Sachen übrig geblieben. Ich habe keine Ahnung, was für Namen das sind, die jetzt noch hier drin sind. Ich habe damals alle reingeworfen, die online waren. Glaube ich, im Chat damals online waren. Ich würde jetzt einfach sagen, wir losen jetzt mal 2 von 4 aus. Was hältst du davon? Finde ich gut. Ja. Okay. Damit wir, der Techniker überzeugt sich kurz, also Technikerin überzeugt sich, dass alles ordnungsgemäß ist und schüttelt mal kräftig. Mhm. Eigentlich könnte doch die Technikerin ziehen. Dann machen wir das einfach so. Ich halte hier hin und Technikerin packt mal rein und zieht. Nee, den nicht, den anderen. So, dann brauche ich den. Siehst du, und da war sie clever. Sie ist kurz mit der Hand raus, konnte nämlich alles austauschen, gibt mir den Zettel zurück. Und so funktioniert Wahlmanipulation. Und wir haben jetzt iTom. Tom. Schönen Gruß. Schönen Gruß, Tom. Ja. Der war dann letztes Mal online. Oder ich habe alle, die bei McNemo online waren. Das kann auch gewesen sein. Es war schon ein bisschen blau alles. Also haben wir iTom jetzt. Und jetzt nehmen wir den zweiten. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber, damit die Hand hier bleiben muss. Ja, komm. Ja. Damit ihr auch seht, dass das nicht die Hand vom Techniker ist. Weil die ist nämlich tätowiert. Hier bleibt der Zettel. Und hier passiert die Magie. Und alles ist gut. Oh, der Red Curry. Da, Curry. Allmächt. So, iTom und Red Curry. Und die anderen 4 muss ich mal gucken. Also ich schaue mal, welche 2 ich rausnehme von den 6 und dafür die 2 reinmache. Hast du jetzt ausgetrunken? Können wir weitermachen? Ja, schon. Das Eis ist noch gar nicht geschmolzen. Das können wir ja nachher noch benutzen. Warte mal, ich mach mal kurz so. Ja, ja. Gab es Verletzungen, Platzwunden oder irgendwas? Es wurde ein wenig feucht auf der Brille. Okay, dann mach ich mal lieber wieder weg, bevor so Schweine reinkommen. Ja. Wir waren bei Death in Paradise. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann das echt nicht. Nee. Ja. Nee. Das ist ein ganz anderer Schwung in der Hüfte. Kommen wir, ich bin ja froh, dass du das bei mir nicht sexy findest. Kommen wir zu dem ersten Whisky des Abends. Ihr wisst ja, ich bin kein Whisky-Freund, deswegen verkoste ich Whisky. Das ist wie mit dem Weißwein. In der Hoffnung, dass ich irgendwann einen Whisky finde, der mich so überzeugt, dass ich zum Whisky-Trinker werde. Das Schöne ist, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist wirklich Whisky-Experte mit einer unglaublichen Whisky-Bar bei sich im Keller, wo ich immer auf Tipps hoffe. Und also vor allem, ich hoffe mal, der hat jetzt ein Haus gekauft. Das heißt, der wird im ganzen Keller nur mit Whisky. Der hat dann so schwere Ledersessel bestimmt, in so einem Herrenclub. Da freue ich mich schon drauf, wenn der mich mal einlädt. Und ich weiß gar nicht, ob er ihn mir empfohlen hat, aber du musst mir vielleicht die Flasche erstmal geben. Und was wir jetzt haben, ist den... Jetzt muss ich gucken, damit es nicht so... Dem Balvenie Single Barrel 12 Jahre. Wir haben, glaube ich, vorhin bei whisky.de bei Herrn Lüdig, wie heißt er? Horst Lünig. Lünig? Lüning. Lüning oder so ähnlich. Und dann hast du gemeint, den wir danach probieren, müssen wir dann... Den wir danach probieren. Weil der nicht so torfig jetzt ist. Der hat gar keinen Torf. Dann könnte das ja was sogar für mich sein. Aber ich übergebe
Oh. Ah. Da ist der Pfropfen raus. Geräusche. Ah. Mach dich schnackig. Oh. Guck mal die Flasche, mal. Ja. Mhm. Also er ist definitiv nicht torfig. Bin ich mal gespannt. Mein Reden. Jetzt war deine Kamera, dein Mikro wieder aus. Da unten, da unten rot ist, dann bist du online. Ah. Das rote Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. Nicht übertreiben. Wie übertreiben? Ja, du weißt ja, wie ich Whisky trinke. Ja. Hoffentlich nicht. Das war übrigens sehr schön. Ich glaube, das war vor 4-5 Episoden, wo ich den ersten Whisky getrunken habe, wie das. Die Katze arbeitet sich gerade in den Schrank hoch. Achso. So. Warte mal, wenn du schon genauso deinen Riecher da reinmachst, dann. Und nicht vom Mikro verstecken lassen. Ja, ich bin jetzt hier kein. Ist ja jetzt kein Foodporn. So. Danke. Da hat was Süßliches. Wobei, da hatte ich mal. War das bei dir, als wir die YouTube-Sendung mit dem Whisky? Er ist hier, da und dann zack, weg. Der teuerste Teppich der Welt. Wow. Der ist lecker. Also, ich bin eigentlich kein Whisky-Trinker, aber der ist fruchtig, wirklich. Ja, sehr fruchtig, ja. Also, der hat wirklich nichts von diesen Whiskys, die ich sonst trinke. Also, der ist wirklich lecker. Der schmeckt auch dir. Also, glaube ich schon. Ja. Also, ich kann nicht beurteilen, aber dir schmeckt. Wie gesagt, meine schönste Geschichte war, ich war mit Goldmarie in. Oh, die Katze. Eieiei. Warte, da ist die Katze. Die Katze muss mal kurz auf den Boden. In München auf der Fine Spirits. Wir hatten die Gutscheine und der erste Stand, wo wir hingelaufen sind, war halt Lefrac. Oder wie man das aufspricht. Und ja, erzähl mal weiter. Und das war schon ausgebrannter Keller, modrig. Und zwar Erstlagerung. Also das erste Mal, nachdem Sherry nicht mehr für Sherry benutzt worden ist. Warte mal, wenn du schon von Technik, dann kannst du das auch mal laut reden. Warte, Mikro noch ein. Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, das schmeckt man auf jeden Fall, also schmeckt zumindest danach, dann kommt der aus Sherryfässern oder hat er in Sherryfässern gelagert und zwar ist das eine Erstlagerung. Also das, nachdem kein Sherry mehr in den Fässern war, ist das erste Mal Whisky da eingefüllt worden ist zum Lagern und da hat er 12 Jahre drin gelegen. Und es ist alles aus diesen Erstlagerungen und ist sehr, sehr fruchtig. Ich stehe ja mehr auf die Torfigen, aber also schon nicht schlecht. Ich finde, der ist auch mild. Also ich habe normalerweise, wenn ich Whisky trinke, so zieht sich alles runter. Das ist so wie dieses Gesichtserlaufen bei Jäger des verlorenen Schatzes am Ende. Kennst du das so, wenn die Nazis da stehen? Mhm. Ja, okay, Alkohol hat er schon, das merkt man auch. Aber für mich ist das Riechen da besser als das Trinken. Aber er ist sehr süßlich. Also ich finde, ja. Er hat zum Leben. Und ist jetzt Sherry. Ja, ne? Sherry. Bourbonfässer. Ja. Nicht Sherry. Mhm. Ich frage mich, wo der die Früchte herholt. Aber da könnte man vielleicht den, ich glaube, der Whisky-Experte ist auch noch drin. Vielleicht. Also kennst du den Belvini 12? Siehst du, und deswegen muss ich jetzt, ich muss mal an dem Setup arbeiten, dass ich für unsere Whisky-Vorkostung dann zu den Whisky-Experten schalten kann. Und jetzt zu der Korrespondenten in Berlin.
Warum der Schalker keine grauen Haare hat? Weil du nicht richtig hinguckst. Also die Haare, die ich habe, ja, super ausgeleuchtet. Ja, ja. Ja. Kein Schattenwurf. Ganz leicht. Da ist noch ziemlich dunkel, aber hier wird es schon, an den Seiten wird es schon hell. So. Wieder raus. Was denn? Denn ja, alles in Ordnung. Du bist hier, im Mikro bist du noch online? Ja, noch. Ja, du hast die volle Kontrolle. Wobei, du bist nicht so schlimm wie mein Bruder damals, ne? Der die ganze Sendung gehijackt hat in München damals. Ich glaube ja nicht. Ja, 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 alles gut, alles gut. Wie lange sind wir eigentlich schon auf Sendung? Haben wir irgendwie... Nee, ich muss mal kurz gucken. Ah, eine Stunde, das ist alles gut. Dann sind wir noch im Soll, passt schon. Also ich bin positiv überrascht von dem. Vor allem so langsam baut sich auch die Whisky-Bar auf bei mir. Ja, also wenn du da irgendwann nicht mehr... Ne, drei Stück nehme ich davon blind. Ja. Beaumont, Obern und den Lafroig. Ne? Mhm. Also, Lafroig, Beaumont und den Obern, den nehme ich sofort mit. Ja. Ja. Ich habe noch Platz im Auto. Jetzt hat. Was denn? Panause! Was denn? Ja, den ich hab den nicht geäxt. Nein. Ich hab den in mehreren Zügen getrunken. Noch ein Schluck. Och, süß. Ja, süß. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir müssen ja ein bisschen zwischen dem Suff auch ein bisschen Kultur haben. Und weil wir hatten es ja schon mit Brickumentary, ich oute mich mal als AFOL. Und ich bin begeistert, weil nächstes Jahr gibt es von Modular Buildings ein Special Edition für 10 Jahre Modular Buildings. Und Technikerin freut sich ja über Modular Buildings. Es gibt das Square, hast du schon drin gehabt? Genau, das Lego Stadtleben. Ist eine Symbiose oder eine Melange aus den Häusern, die es über die letzten 10 Jahre gab, hat über 4000 Steine, also fast genauso viel wie der Todesstern. Und da merkst du übrigens, wie viel in Lizenzkosten sein können. Diese knapp über 4000 Steine kosten nur die Hälfte von des Todesstern. Ich wollte von dem, aber es ist ein blödes Deutsch, des Todessterns. Schönes Geld. Ja, ja. Das ist, nein, aber ist das nicht ein schönes Modell? Ah, vor allem das Schöne, wenn wir in Puerto Rico sind und wir landen in Frankfurt, kann ich es bestellen. Mhm. Weil ab 1. Januar kann man es bestellen. Und wenn wir dann ankommen und das erste Wochenende, weil ich nehme die erste Woche Urlaub, ja, zumindest also die meisten Tage. Ja, ich habe so viel Resturlaub vom letzten Jahr, also diesem Jahr. Dachte ich auch, hat sich ein bisschen als Irrtum rausgestellt. Ich habe noch 16 Tage für dieses Jahr. Ich habe noch über 20 für das Jahr. Wie oft warst du krank? Abgesehen von jetzt ein paar Tagen. Ja, eigentlich krank bin ich schon seit Wochen. Ich schleppe mich halt dann über die Woche über an die Arbeit und kuriere es am Wochenende aus. Lass mich hegen und pflegen. Muss dann natürlich im tiefsten Wald Pilze sammeln, Fliegenpilze. Nein, die gerade nicht. Wobei ich gestehen muss, dass so blöd es klingt, einfach im Wald gehen und Pilze sammeln auch ein bisschen was Entspannendes hat. Ja klar, und du siehst die auch noch gut. Da kommt das Computerspielen. Adlerauge. Das ist vom alten Quake-Spielen. Ne? So Zoom und Pilz gefunden. Und nee, vor allem, es hat auch so ein bisschen was vom Computerspiel, weil da ist der Ehrgeiz ein bisschen. Ich finde doch die Pilze vor Goldmarie. Meine Augen sind besser. Ja, ja. Ego-Shooter. Die Pilze. Ja, Pilz schießt zurück. Ja, der sagt nur Super Mario, ne? Der hat auch Pilze gehabt. Ja, da kommen wir. Kannst du mal zum Stadtleben zurückgehen? Stadtleben. Ja, zum Lego. Ah, ich hätte vor einem Jahr ungelogen nicht geglaubt, dass Lego-Bauen so viel Spaß machen kann. Und Technikerin kann es bestätigen. Also ich hoffe, wir haben ja die Pariser Restaurant gebaut oder Lego gebaut. Du kannst ja auch bestätigen, wir haben Millennium und morgen beim Todesstern. Ja. Es hat sowas wirklich... Also
ich will nicht sagen zurück ins Kind, aber es ist einfach so dieses... einfach höllisch viel Spaß. Vor allem, was ich mag auch ist, du hast diese Beschreibung, also die Anleitung, da ist ja null Text drin. Das heißt, das kann, also diese Anleitung kannst du weltweit jedem in die Hand drücken und jeder kann Lego bauen. Ja, egal, ob er welche Sprache oder sonst was. Zahlen ist sehr universell. Also die sind ja, glaube ich, weltweit sehr universell. Aber das kannst du jedem in die Hand geben und der baut. Das war übrigens, um den Schulterschluss zu der Dokumentation hinzukriegen, was sie auch gesagt haben mit dem autistischen Kindern und so, weil da halt kein Text und so drin ist, sondern nur diese Bildsprache. Und damit kommen die halt sehr gut klar. Oh, und ich freue mich drauf, das Lego Stadtleben. Aha, 10, 2, 5, 5. Übrigens, das war der Flaschenöffner, den ihr da unten seht, das orange Ding. Hier auch in live. Ach nee, falsch. Das war ja das von den... Ach, das war der von Continental. Ich habe gerade gesagt, das ist der Steineheber. Ja, aber der sieht ja genauso aus. Ähnlich. Ähnlich. Aber oben. Da wird Continental bestimmt verklagt. Okay, nicht verklagt. Oder Lego. Ja. Siehst du, da fragen die Leute, ob mir eine Wäscheklammer aus. Ja. Oh, da? Warte mal, komm, das können wir noch ein bisschen. Warte mal, stopp, ich muss erst. Nicht deine Nachrichten checken. Ich will nicht Nachrichten, falsch, ich muss auf Podcast gehen. Mimocam. Warte. Falsche Richtung. Da ist richtige Richtung. Wo ist. Hä? Ach! Ich habe die Kamera noch nicht gedreht. Das war das Problem. Da ist die Klammer. Und da ist die Katze. Katze, Katze. Ja, jetzt läuft die Katze weg. So, da, so sieht's hier aus. Da, oh, das sollte man nicht tun. Ne? Das hat was Psychedelisches gerade gehabt, die Kamera drehen. Ich habe, warte mal, guck mal hier. Zack, weil, das hat schon, ja. Oh, warte mal. Oh, nee, das lieber nicht. Da machen wir mal lieber wieder weg. Zack. So. Weißt du eigentlich, worauf ich immer Lust habe, wenn ich so ein Lego-Haus gebaut habe? Steak. Auch. Aber was Rauchiges. Musik? Ich schütte dir jetzt so. Nee. Ich brauche erstmal ein bisschen Wasser. Trink erstmal deinen. Der ist doch schon. Das ist wieder das Schmelzwasser. Trink das erstmal leer. So wird das nie mal mit dem MacBook Pro. Erstmal ein bisschen ausspülen. Oh, ich fühle ihm das Händchen. Spannend wäre übrigens noch, ob wir vielleicht nachher noch so eine halbe Stunde Night Talk mit Schläfer über das MacBook Pro. Oh, ein schöner Rant von Schläfer. Apropos, hast du die Konzept oder diese. Ist das eigentlich ein Konzeptvideo oder bringt Microsoft dieses Surface-Ding wirklich raus? Ach so, ein Video, das was Schläfer neulich verlinkt hatte, da. Die hatten noch jetzt. Microsoft hatte doch einen Tag, also vorgestern, auch eine Art Keynote. Und da haben die doch ein neues Gerät, was wie ein iMac, den du runterfahren kannst. Also eine Mischung aus iMac, Grafiktablett, wo sie dann, ich hatte früher diesen komischen blauen Drehknopf gehabt, den hast du dann aufs Display gestellt und dann konnten die so... Habe ich nicht gesehen. Dann müsste ich jetzt... Ja, dann warten wir jetzt ein paar Sekunden auf die Verzögerung im Chat, aber ich glaube, der Chat weiß, oder ich gehe mal kurz ins Forum und suche, was der Schläfer... Da war ein elendig langer Chat bei McNemo. Such doch einfach nach Schläfers-Postings. Da war Holy Fuck, Kontext, teurer als Vergleiche Alba. Warte, das ist Kontext. Genau, dieses Gerät. Das Surface Studio. Kennst du das nicht? Ja. Dann, doch, nee, aber kennst du dieses Video? Dann spiele ich mal kurz hier an. Ich kann es jetzt leider nicht in den... Warte mal, ich mache mal ein bisschen vor. Warte, stopp. Ich weiß, von wem sie gelernt haben. Ja, aber hier war so. Und dann kommen runter und mit Fingern. Und da wird, genau, da siehst du den Drehknopf und Stift. Oh, stopp, Entschuldigung, ich muss meinen Ton wegmachen. Das Ding, Surface Studio. Und dann fährst du wieder hoch. Sieht ein bisschen nach einem iMac aus. Es hat einen Nachteil.
Der wäre? Das OS. Wobei, ich oute mich jetzt mal, dass Windows seit Windows 10 gar nicht mehr so schlimm ist wie früher. Ich finde es fürchterlich, aber ja, ich das ist das immer eine persönliche Angelegenheit. Ja, ich habe das Problem, dass ich lebe halt in meiner Apps-Welt, also in der Mac-Welt. Und da bin ich glücklich. Ich habe meine Banking-Software und alles. Dann muss er lernen. Ja, bin abgelenkt, Entschuldigung. Nein, aber von der Idee, wobei ich aber überlegt habe, was ist die Zielgruppe? Also wer benutzt seinen Computer so? Also das ist mir das. Grafikdesigner. Ja, aber das ist ja. Es ist letztendlich ein riesiges Grafiktablett. Also so wie die Wacom Cytink oder so. Jetzt. Also so wie die Wacom Cytink oder Cytink, weiß ja gar nicht, wie die. Also ist kein Massenmarkt. Glaube ich nicht, aber das Ding sah schon schick aus. Schönes großes Display. Also, ne, auch ich denke mal für Bildretusche, für Fotos, warum nicht, wenn da genug Power hinten dran hängt. Aber nichts für Otto-Normal-User. Glaube nicht, nö. Also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, für die Otto-Normal-User ist das wirklich so, wo muss Facebook funktionieren, Google muss funktionieren. Ich glaube, wir grüßen mal meine Familie. Also, könnte sein, dass mein Bruder zuschaut. Ja, das ist das Geräusch, das hört er jetzt jede Nacht. Ja, seine Freundin schon seit mehr. Mein Mikro ist noch an. Ja. Ich glaube es ja nicht. Nein, aber von der konzeptionellen Idee ganz gut. Wobei ich ja immer noch ein Freund von diesem Minority Report. Zack, winken, rechts, links. Und ich glaube, Augmented Reality, übrigens, stimmt, ich habe ja immer noch. Ach, ja, da fällt mir ein, wir müssen ja die Uhr noch aktivieren. Warte mal, da kommen wir jetzt mal wieder. Ach, das ist jetzt ein bisschen Technik-Porn. Warte. So, jetzt können wir. So, willst du das so sehen? Was? Schalt mal ein. Jetzt können wir mal. So, jetzt kommen wir erstmal. Ich bin ja deutsch. Ups, was ist jetzt passiert? Frozen, warte. Oh, Kaltschin. Nee, dann mal wieder weggehen. Ich glaube, das hat jetzt. Okay, das sagt was. Das hat das iPhone gesprengt. Ja, du musst ja. Der zeigt dir ja gleich irgendwie so ein komisches Bubble-Ding da an. Nö, hier ist jetzt erstmal das iPhone platt. Kannst du drüben? Warte mal, ich glaube, die Software hat es einfach weggekachelt. Ja. Oh, das finde ich übrigens interessant. Doch, jetzt mach nochmal. Ich kann zwei Regionen auswählen. Deutschland oder Namibia. Und das Schöne ist, Namibia hat ja leichte historische Beziehungen zu Deutschland. Ja. War das nicht Deutsch-Ostafrika? Südostafrika, ja. Und war das nicht, mein Südtiroler im Urlaub war in Namibia? Ein kleines Eckchen war auch, glaube ich, Namibia. Aber Botswana waren sie mehr, ne? Ja, so. Und vor allem, ich komme da nicht weg. Ja, schalt mal zurück. Das machen wir jetzt irgendwie anders. Zurück. Sprache einstellen. Ja, selbst schon probiert. Jo, hilft aber nicht viel. Ja, natürlich. Also damit ziehen die. Also die wichtigen Klammern, die seht ihr ja gar nicht. Ja. Ja, es hat schon seinen Grund, dass alles hier abgeschnitten wird und dass man da drunter nichts sieht, ne? Ja, ja. Obwohl, wenn ich jetzt das Bild so sehe, ich glaube, da ist wirklich noch Verbesserungsbedarf. Ich glaube es ja nicht. Ist ja fast so frech wie der. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem. Nein. Nein, es kommt erstmal Musik. Musik. Stimmt. Musik. Musik. Wie immer habe ich immer einen Musikpick und ich oute mich jetzt wirklich mal. Ich bin ein Freund von. Ich bin ein Freund von Frieda Gold. Frieda Gold. Habe ich schon mal gehört. Max Gold. Nee, Frieda Gold. Ja. Frieda ist die Schwester von. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du sofort sagst, ich weiß, warum du Freund von Frieda Gold bist. Bei dem Musikvideo von Langsam, ihrem aktuellen Song. Ja, ja, ist klar. Aber nein, deswegen nicht. Ich mag die Musik. Und
die meisten Songs kennst du davon. Und ich kann es jetzt nicht spielen wegen GEMA, aber warte mal, wir gehen mal kurz in iTunes rein, abbrechen. Blablabla, okay. Ich muss kurz hier weg. Wir gehen in Musik rüber. Warte, du kannst jetzt gerade nichts machen. Ich merke das. Nein, aber Frieda Gold kennst du doch so zum Beispiel. Wovon sollen wir drehen? Träumen. Zeig mir, wie du tanzt. Kennst du echt nicht? Ja. Und warte mal, das könnte. Ach, das ist der Song nur. Das ist blöd. Ja, und. Ja, also ich habe ja Apple Music Abo und ich bin wirklich sehr glücklich über Apple Music, weil ich kann reinhören und ich werde wirklich ab und zu noch positiv überrascht. Und weil ich früher mal Frieda Gold Alben hatte, wurde es mir auch vorgeschlagen, habe ich reingehört und es ist ein sehr schönes Album. Und jetzt ist ja wieder Winterzeit, das heißt, ich habe meine dicken Kopfhörer auf den Ohren und die haben einen sehr guten Sound und ich zeige dir näher den Song auch. Ich glaube es ja nicht, der Waffel, also. Und deswegen ist das mein Musikpick für die heutige Sendung. Frieda Gold, Alina, so heißt die Sängerin, ist das dritte Album von Frieda Gold. Die haben ein sehr schönes Live-Konzert mal gemacht. Das wurde auf ZDF Kultur, gibt es ja leider nicht mehr, übertragen. Muss ich mal gucken, ob du es bei YouTube noch finden kannst. Und ja, spiele ich ja morgen mal dann vor. Das ist mein Musik. Ich hatte erst überlegt, gehe ich wieder, weil normalerweise mache ich mal eine Vorstellung von Musik, die ich mir in jungen Jahren geprägt habe. Aber das Schlimme ist ja, du bist ja wirklich festgefahren. Du bist nicht mehr offen für neue Musik und. Ja, nicht offen will ich nicht sagen, aber mich hat Musik geprägt in so in dem Alter, wo ich 13, 14, 15 war. Die hat mich geprägt. Da habe ich Pink Floyd gehört. Du bist echt älter als ich. Ja, bin ich. Ne? Und das mit Pink Floyd, das hat sich irgendwie eingebrannt. Ja, das musst du mit deinem iPhone abfotografieren, was du da gerade siehst. Koppeln, starten, ja, warte. Genau. Ja, und wie gesagt, Pink Floyd, das zieht sich bis jetzt noch. Ich verbinde halt sehr viel mit der Musik und ja. Ja, alles gut, ich finde das schon. Ja. So. Weiterreden. Der Chef koppelt gerade seine neue Apple Watch. Nein, wie gesagt, also war für mich halt eine wichtige Zeit. So, ich denke mal, das ist für die meisten Jugendlichen eine wichtige Zeit. Ich habe da sehr viel Pink Floyd gehört und das hat mich wirklich geprägt. Und weiterreden. Was ich allerdings feststelle, ist, dass diese Prägung bei vielen Leuten heutzutage so nicht mehr ist, so nicht mehr stattfindet. Also wenn ich sehe, wie manche Leute Musik konsumieren, auch in dem Alter, und was dann hinterher noch davon ist, ich weiß auch nicht. Aber haben nicht auch, als wir jung waren, Leute Musik so konsumiert? Oh, weia. Oh. Hat der Kater für Atmosphäre gesorgt? Für eine vergiftete Atmosphäre hat er gesorgt. Ich hoffe, es war der Kater. Es war der Kater. Und der guckt so unschuldig. Nee. Weißt du, was mein Hund früher gemacht hat? Der hat einen fahren lassen, hat dann geguckt, wer war das? Guckt die anderen so vorwurfsvoll an und geht raus. Ja. Ja, das mache ich ab und zu noch, wenn ich Spaß haben will, wenn ich im Fahrstuhl bin. Ich lasse einen pupsen und gucke die Leute an, wer war das? Ne? Oder in der Kirche laut einen fahren lassen, sich umdrehen und dann nur den Kopf schütteln. Ne? In der Hoffnung, dass einer hinter einem sitzt. Ne? Ja. So, ich bin jetzt hier bei akzeptieren, okay, Code erstellen, ja, passt ja, ne? 4711. Genau, Code erstellen, hat er auch gemacht. Code wiederholen. Nein. Neuer Code. Es geht weiter, warte, ich arbeite noch, ich sag's auch laut. Nee, sag mal den Code nicht. Ich bin übrigens. Ich verrate das mit den 2214 nicht. Ich bin übrigens positiv überrascht, dass das mit Apple Watch entsperren auf meinem MacBook wirklich top funktioniert. Wirklich top? Also top. Bei mir, also in 60% der Fälle. Immer. Ja. Also es funktioniert nicht, wenn ich die Apple Watch nicht am Handgelenk habe. Na klar, festgestellt. Nee, die sollst du schon am Handgelenk haben. Das ist schon. Notruf, SOS.
alle installieren. Also bei mir, ich kann das nicht festmachen, woran das liegt. Also nur 60% der Fälle. Wunderbar. MacBook aufklappen. Vor allem, was ich immer interessant finde, dann vibriert es ja auch an der Hand, ne? Weil Uhr zeigt dir auch nochmal an. Ich habe dir jetzt was entsperrt. Ja, das stimmt. Wenn es klappt. Wie gesagt, aber echt nur, also ich kann das, und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja? Warum es klappt oder warum es gerade nicht klappt. Ja. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, weil wir hier sind. Alles gut. Das Setup immer steht. Alles grün. Alles grün. Ich bin alles eh begeistert. Stabil. Alles stabil. Stabil. Das sieht das ist gut aus. Die 50 Frames per Second. Respekt. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht live sehen, aber es sieht danach aus, dass wir mit 720p rausstreamen und es scheint noch in Sync zu sein. Da siehst du mal, was 64-Bit ausmachen können, ne? Und eine dicke Leitung. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich in Melsungen schnelleres Netz habe als in München. Ja. Hast aber alles richtig gemacht. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Zeit auch ein bisschen überbrückt, dass der Techniker Zeit hatte, sein Glas auszuspülen. Nee, sein Glas leer zu trinken. Ach, leer zu trinken. Er spült noch. Du hast da noch Wasser drin, dann werde ich jetzt kein Wasser draufschütten. Der Inselmann sagt, es gibt ab und zu Artefakte. Also von daher scheinen wir noch nicht perfekt zu sein. Ich muss doch für eine schlechte Leitung. Das kann natürlich auch sein. So. Da ist noch Wasser drin. Da ist noch Wasser drin? Was für ein... Ehrlich. Aber ich finde... Charmando kommt da noch. Ja, ja. Vor dem Whisky. Ach, stimmt. Aber ich muss gestehen, das Band fühlt sich echt besser an. Das ist... Das fühlt sich nicht viel anders an. Doch, ist ein bisschen weicher. Ja, wart's mal ab. Ja gut, das härtet aus noch. Ja. Oh. Oh. Ja, aber das ja. Gute ist, du hast mehr Löcher, wo du es reinmachen kannst. Pfui. Ja, jetzt habe ich noch eine Uhr. Ja. Stimmt, wir haben, wie immer, gibt es natürlich am Ende der Sendung ein Jamendo und ich habe wieder eine offizielle Lizenz gekauft. Kann ich hier rücksichtigen? Nein, ich glaube dir das. Du musst. Ich bin ja froh, dass das geht. Nein, ich bin froh, dass es geht. Ich habe wirklich für die Sendung jetzt den Song, den wir spielen, habe ich offiziell lizenziert. Die kriegen jetzt Geld dafür, dass ich ihn spielen kann. Und ich darf ihn bei YouTube, ich darf ihn halt nicht kommerziell weiterverwenden, aber als ob ich Geld mit der Sendung bei YouTube verdiene. Nee, mit dieser Sendung mit Sicherheit nicht. Es gibt keinen Modepick heute. Das stimmt, Waffel. Aktuell kein Modepick. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass mich mein Modehändler des Vertrauens ein bisschen enttäuscht. Weil der ist nicht mehr so extravagant, wie er früher war. Und es wird aber demnächst wieder Modetipps geben. Es wird vor allem auch wieder eine Modesondersendung geben, weil dazu brauche ich aber natürlich meine Modeexpertin aus dem schönen Münchner Raum. Ja. Erzähl weiter. Das war übrigens die Sendung mit der höchsten Einschaltquote, ne? Dem Modepick. Nee. Als ich die junge, attraktive Blondine in der Sendung hatte. Das war? Das war die 50. War das die 50. Episode? Nee, oder? Mir fällt jetzt gerade der Nickname nicht ein. Ich will ja den Realnamen nicht sagen. Hoffentlich schaut sie jetzt gerade nicht zu. Oh, peinlich. Ist ja jetzt nicht schlimm, erzähl weiter. Ja. Zeitfalle. Hast du eine Ethnia-Brille? Nein. Nein, das ist eine Ogrin. Ich habe eine schöne Brille in Hamburg gesehen. Aus Leder. Das Gestell. Apropos Ogrin. In Frankfurt, da kommt, glaube ich, der Waffel her. Da gibt es einen guten Optiker, der Ogrin-Brillen verkauft. Jetzt guckt er jetzt, weil er wissen, woher ich das weiß. Muss ich erstmal ein bisschen Ton wegnehmen. Ich glaube, der hat es. Alles gut. Ton wieder rein. Ja, der Waffel ist gerade begeistert von deiner Expertise. Ja, bist ein bisschen kurzsichtig ohne Brille, ne? Bin der bekennende Brillenträger. Waffel, wow, Gestell ist ja echt toll. Top. Mach mich kundig. Ogrin. Otto Richard, Gustav Richard, Emil, Nordpol. Dänische Firma. Das Schöne, also bei Brillen kann man ja auch echt Geld versenken. Das ist ja ein bisschen so wie mit Apple TV und sonst irgendwas. Und wie gesagt,
Wir waren in Hamburg bei dem Onkel von Goldmarie und nebenan gibt es einen Optiker. Und ich habe noch nie eine Brillengestell aus Leder in der Hand gehabt. Und das ja, also. Okay, das finde ich jetzt. Also, die haben Metallgestell innen drin und dann halt. Ist halt keine Alltagsbrille, die kannst du nicht jeden Tag tragen, weil dann würde ich echt leiden. Aber die war so schön und so markant. Also ich mag ja große Brillen. Also ich trage sie jetzt halt nicht aufgrund Sendesituation. Da wird halt euch die Brille entgegenspringen. Aber die hat mir echt gefallen. Und Brillen kann man sich austoben, aber da bist du halt auch schnell beim Tausender. Ja. Also die Brille hat mir meine Tochter verkauft und Papa, da mache ich aber die guten Gläser rein. Ja, ne? Also, wieso, was heißt denn das, gute Gläser? Ja, nicht die billigen, die kosten 550. Und ich, na, ich dachte schon 550, ne, damit meint sie jetzt, kostet die gesamte Brille 550. Du bist ja naiv. Ja. War ein Glas? Nee, also ich war insgesamt bei, offizieller Rechnungspreis war 955 Euro, glaube ich. Wie viele Dioptrien hast du? 1,75. Dann bist du bei normalerweise so 200 Euro pro Glas, 250 Euro pro Glas. Ja, ne? 250 ja. Euro, nee, etwas mehr. Ja, etwas mehr. Aber ja. Sonst das kommt hin. Nein, es ist so eine Art Gleitsicht, hat Rebecca gesagt. Ja, ja. Papa, es ist keine richtige Gleitsicht, es ist eine Art Gleitsicht. Also, naja, auf jeden Fall, ich nenne ja den Optiker nicht, aber der hat sich ja so sehr erkenntlich gezeigt. Der hat dann also gesagt, ich brauche nur den Einkaufspreis bezahlen. Er hat mir allerdings eine Rechnung gegeben über den kompletten Preis. Ne? Dann, ach, zum Einreichen? Zum Einreichen habe ich aber nicht gemacht, weil mein Arbeitgeber mir da eh nichts für zuzahlt. Aber ich war schon ein wenig erstaunt, weil er muss ja für den kompletten Kaufpreis muss er die Steuern zahlen, die Umsatzsteuer. Und ich finde nun mal, dann komm noch mal, damit wir auch die Brille sehen. Ja, von der ja. Das Schöne ist, die ist halt zweifarbig. Ja. Der zahlt also für den kompletten Verkaufspreis die Umsatzsteuer und hat nur einen Teil eingenommen. Hat er das begründet mit dem Satz, Rebecca, der Papa hat so lange in dich investiert, jetzt muss er mal einen Vorteil davon haben. Ach, das ist doch schön. Ja, fand ich schon cool. Könnte ich auch eine neue Brille wieder kaufen. Oder MacBook Pro. So. Jamendo. Musik. War heute echt schwer. Ich habe gefühlt ich habe überlegt, welche Art Musik. Ich gucke ja mal nach, dass ich vielleicht ein bisschen IBM oder was so habe, um mal das Bärchi glücklich zu machen, weil der freut sich immer über so Art Musik. Auf der anderen Seite ein bisschen was Heavy Metal, da freut sich der Techniker darüber. Ja. Weil ab und zu kommt ja schon mal nett, also gerade im Heavy-Metal-Bereich hat Jamendo manche Perle drin, die man auch gern mal hört. Ich mag auch gern Progressive Rock. Oh, gut zu wissen. Das erweitert die Bandbreite. Ja. Ich bin dann im Metal fündig geworden. Das Schöne ist, ich habe das erste Album gefunden und ich so, kommt mir bekannt vor. Hab dann rechtzeitig nochmal bei McNemo TV gesucht. Oh, hatte ich in Episode 61. Dann weitergehört. Oh, das ist gut. Gucke ich mal lieber bei McNemo TV. Episode 21. Okay. Weiß aber keiner mehr. Das ist gut, man kann es wieder hervorholen. Aber nee, aber es war so dieses okay. Es ist die 68. Sendung. Du kannst dich erinnern, es hat in Düsseldorf mal angefangen. Kannst du Guerilla-Sendung Episode 4? Die wird immer wieder gerne hergenommen. Jetzt ist sie. Ach, fertig. Jetzt. Oh. Laufen wir heute? Meine Uhr schickt mich noch zum Joggen. Und dann hin und her. Und dann habe ich was gefunden. Und zwar von der Band Echo Vault. Das Album heißt Odds on the Underdog, ist von 2014, Entschuldigung.
Und jetzt muss ich gucken, wie der Song heißt, weil das habe ich jetzt gerade, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ah, peinlich, peinlich, peinlich. Aber dafür haben wir Clip, 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 links, rechts, Episoden 68. Ach ne, der Song heißt Echo Volt. Underdog. Entschuldigung. Also, Echo Volt Band, Underdog heißt der Song, den wir spielen. Gut. Oh, peinlich. Wie heißt die Band jetzt? Kannst du mich mal am Arsch lecken. Glaub ich ja, ich würde schon gern wissen, wie die Band heißt. Okay. Ist das jetzt? Warte mal, dann nehmen wir YouTube weg. Warte. Ist das jetzt? Jamendo. Guck mal. Das stimmt was nicht. Oh, da fehlt. Was hast du denn wieder gemacht? Ich? Ach, kaum ist der Techniker, hat die Tastatur auf die Tastatur gestellt. Jamendo. Gut, dass da nicht Samenvolt steht oder so. Ach so, da fehlt noch ein Jamendo Echo Volt. So, gucken wir mal. Es geht alles in die Hose, was wir jetzt meinen. Odds of the Underdog, da war es doch. Wo war es? Dritte, ja genau. Ah, da haben wir doch. Ja, die Band heißt jetzt. Die Band heißt Echo Volt. Und der Song heißt Underdog. Und das Album heißt Odds on the Underdog. Ja, gut, dass wir das jetzt endlich noch gut klären konnten. Konnten wir noch klären, ja. So. Steht da alles da. Echo Volt, Odds on the Underdog. Und der Song hieß, das hat hier unten. Ja. Du machst alles kompliziert. Ich glaube es ja nicht. Immer ist immer das Gleiche mit dem Techniker. Ich glaube, deswegen müssen wir mal wieder zum Alkohol zurückkommen. Kommen wir jetzt zum. Kannst du das eigentlich mal aussprechen? Ich hätte dieses Audio-Sample runterladen sollen, wie man das ausspricht. Also, Horst Lüning sagt. Kannst du mal Echo Volt wegnehmen? Echo Volt weg. Also Horst Lüning sagt Anok. 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 Ja. Die Technikerin will jetzt. Oh. Willst du jetzt Alkohol noch? Ich wollte mir einen Gin machen. Du kannst jede Flasche anbrechen. Aber wenn du einen guten angebrochenen haben willst, dann würde ich oben zum Brokers greifen. Also der Inselmann kennt den offensichtlich auch. Filiers, für dich der Filiers, der Orange. Klammerman. Was denn? Der Inselmann kennt den Anok offensichtlich auch. Oh, ja, das ist ja der Whisky-Kenner. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt 25 Sekunden Zeit, bevor er sagt, pack die Scheiße weg. Das wird er nicht sagen. Und selbst wenn er das sagt, mir egal, weil der Whisky echt lecker ist. Ah, okay. Kommen wir mal zum Anok. Ja. So, da ist immer noch Wasser drin. Ist immer noch was? So. Ich habe doch mal gehört, dass ein Quell, seine Frau ist übrigens auch Anok-Fan. Oh, der riecht nach Speck. Nach Rauch. Nee, nach Speck. Ich schütte ja jetzt extra mal wenig ein. Bitte nicht ächzen. Vor allem, der ist ja bitte klar. Bitte nicht ächzen. Oh, ja. Oh. Vorne an der Zunge, ganz extrem. Das ist wirklich einer der mal eine Specksparte Whisky, ne? Trinken? Also das ist einer wirklich der leckersten Whiskys, die ich bislang hatte. Ne? Also aber der muss sich mit dem Beaumont Darkest also wirklich um den Platz einstreiten. Komplett anders als der Belvini. Ja, der hat halt Rauch. Nee, vor allem der hat Speck. Oh. Mhm. Die Technikerin bevorzugt ja das mediterrane Tonic Water. Was in Verbindung mit dem auch ein sehr leckerer Gin, mir ein bisschen zu abgezapft von Originalfolge von Paul Huber und Söhne. Ja, da ist ein Fachmann, der hier, der sagt dir, ist billiger Fusel, das ist Racke rauchzart in einer anderen Flasche.
Brauchst du noch einen Eiswürfel? Aber Speck, da gebe ich dir recht. Speck, definitiv. Der riecht definitiv nach Speck. Ja. Hat er recht. Ja. Also ich habe keine gute Nase, aber wenn es um guten Speck und Aaler Wurst und oder muss ich, ich muss in 2 Wochen Aaler Wurst mit nach Berlin nehmen. Dass sie endlich mal anständig Aaler Wurst essen. Oh, herrlich. Was hältst du denn davon, wenn wir nächstes Jahr zusammen nach München auf die Finest Spreads fahren? Wenn du mir sagst, wann das ist, also wir wollten, ich wäre dieses Jahr schon mitgekommen, aber irgendwas war, ist dazwischen gekommen. Februar, irgendwas war, ne? war das am 8. Februar? Das war der Geburtstag meiner Tochter. Ja, wir gucken mal kurz. Ja. Finest. Oh. In den Dreh, wo die in Horgenta ist. Wenn das, Ende Februar normalerweise. Also, Ende Februar, da hat dann meine jüngere Tochter Geburtstag. Vom 3. bis 5. Februar ist die Final Spirit 2017. Warum war die letztes Jahr? Also in diesem Jahr? Auch nee, ja, später, glaube ich. Ja, okay. Also. Er spricht ja von Wurstwasser. Machen wir dann mal den Chat groß. Ich trinke nichts, was nach Speck riecht, außer Wurstwasser. Waffelend geht dir wirklich was. Also wenn du rauchigen Whisky magst, dann ist das genau das Richtige für dich. Ja, ich mache ihn weg. Nein, ist alles gut. Also übrigens flaschentechnisch gesehen, mit dem Grünen erinnert er mich an den... Artbeck, genau. Habe ich auch. Ach, du hast die Schweinenase noch gar nicht probiert, ne? Das ist übrigens vom Inselmann, den hat er mir mitgebracht, die Schweinenase. Also ich jetzt mach mal wieder mein Mikro aus, damit ich ungestört genießen kann. Ja, aber ich muss gestehen, mit dem bewegen wir uns leicht vom MacBook Pro weg. Was denn? Ist mir... Ja, ich kann mich noch nicht ganz anfreunden mit dem. Hatten wir jetzt eigentlich schon Bademeister ausgelost? Das heißt, wir haben ja die Sendung schon komplett... wie war das noch? Red Curry. Red Curry, stimmt. Wir haben schon ein bisschen gesprengt. Ja. Wir sind ja fast mit den Themen durch. Also von daher. Ja, eigentlich sind wir durch. Ja, aber wir finden noch 1-2 Themen. Wir können, glaube ich, noch locker flockig. Ich guck mal, wie lange wir auf Sendung waren. Wir sind bei 1. Ich finde 2 Stunden, Mama. Wir machen eine 2-Stunden-Sendung, ist ein gutes Timing. Wir reden noch ein bisschen über Whisky. Wir haben ja Fachleute im Raum, können noch ein bisschen fachsimpeln. Und wir haben Fachleute. Ja. Natürlich haben wir Fachleute. Und das Setup steht. Ja. Kannst du dich eigentlich mal erinnern, wann das Setup mal so... Das muss man ja wirklich ausnutzen. Ne? Also, das reibungslos läuft. Ja, wir haben nicht eine Panne gehabt, oder? Also ich will jetzt... Trotz Katze? Lass die Katze doch nochmal drüber laufen. Ja, das ist so langweilig. Ich bin mir ja noch nicht sicher, aber wie gesagt, was mich echt verwirrt ist, dass da die ganze Zeit grün links oben ist, wo der Stream ist. Und wie gesagt, wir senden mit 720p raus, wo ich jetzt... Es hat mich ja beruhigt, dass der Inselmann geschrieben hat, er hat ein paar Artefakte gehabt. Ich würde eher sagen, es liegt dran, dass ich einfach dicke Falten im Gesicht habe. Aber oh, hallo Cyrus. Hey! Cyrus, wir trinken gerade einen leckeren Whisky. Da können wir hinten raus noch eine Sendung mal ein bisschen. Ja. Guck mal, Cyrus, das ist das, was wir gerade hier verschnabulieren. Ja, Cyrus wird ja die 25 Sekunden. Was mir jetzt übrigens einfällt, ich muss mich ein bisschen benehmen, weil es könnte sein, dass mein Kunde zuschaut. Nee, ich benehme mich trotzdem nicht. Habe ich mir abgewöhnt. Ich frage mich ohnehin, wie du das machen willst mit dem Benehmen. Das mit dem Benehmen? Mhm. Geht nicht. Aber das, ja. Dafür mögen mich ja alle, ne? Für meinen Charme, mein Aussehen, mein Benehmen. Für deine Charme? Meine Charme, ja. Für meinen Charme bereit. Nein. Ach, peinlich. Oh. Boah, der hat noch nie mal die Tischkante angerissen, ey. Entschuldigung, für die Quote mache ich alles. Siehst du, da geht auch gleich der Stream hoch. Peak McNemo. So, wenn wir jetzt mal den Abend Revue passieren lassen. Wir hatten jetzt unterschiedliche Alkoholsorten. Wir hatten den Weißwein, der
Also ich persönlich fand ihn angenehm. Also süffig zu trinken. War jetzt keiner, den ich mir jetzt in den Keller einlagern muss und allen drum und dran, aber es ist auch keiner, wo ich sagen würde, muss ich nicht nochmal kaufen. Hm? Nix. Nix Wichtiges. Machst du dich doch gerade lustig. Nein. Oh. Da ist ja... Ein Hibiki? Ich wollte es gerade sagen. 17 oder 21 Jahre. Der steht nämlich auf der Liste für eine der nächsten Sendungen. Würdest du denn gerne bei der Sendung dabei sein, wenn wir den Hibiki 21 Jahre? Obwohl, du bist wann anders dabei, wenn wir den trinken. Passt schon. Und dementsprechend, wir hatten den Weißwein. Echt? Nicht dabei. Ja, gehe ich von aus. Ich habe ganz schlimme Sachen gelesen. Ja, ist egal, da reden wir nachher drüber. Vollmer, Weißwein. Dann hatten wir den Kyle's Club Gin, den ich als einen Basis-Gin für einen Gin, ist echt ein bisschen viel Licht, Gin Tonic ganz angenehm finde. Ich glaube, ich brauche sowas zum Fotografieren. Dann hatten wir noch den Belvini, 12 Jahre, den ich wirklich als einen schönen Whisky, wenn du halt nicht in die rauchige Richtung gehen willst. Ja, also das ist natürlich ein Whisky, den man jemandem geben kann, der sonst eigentlich keinen Whisky mag. Nee, anders gesagt. Das ist halt für jemanden, der halt nicht so penetrant speckige Whiskys will. Du meinst rauchig. Speckig. Torfig, speckig, rauchig. Sucht euch was aus. Ja. Alles drei. Nein. Also, der Belvini ist ein leckerer Whisky. Den kann man wirklich fast jedem zu trinken geben. Ja. Also, das ist definitiv ein Whisky. Ich hatte es, wie gesagt, früher, wenn ich Whisky getrunken habe, ist mir schlecht geworden. Beim Belvini würde mir nicht schlecht werden. Und nach dem siebten Glas. Wobei ich jetzt... Vor der MacBook Pro-Bestellung. Wobei ich jetzt aber auch positiv überrascht war von dem, weil normalerweise so kräftige, aber ich fand, er hat nicht dieses rauchige, torfige, sondern dieses speckige. Und das war, speckig meine ich in dem Moment, dass was leicht Süßliches weißt, was noch mit drin war. Ich weiß, was du meinst. Also es war definitiv was. Und ich frage mich, wo das halt herkommt. Also haben sie das, es gibt ja kein Speckfass, also oder waren in den Fässern früher immer Speckspaten eingelagert? Mhm. Er hat einen Nicker, warte mal, Pure Malt. Ich kann mich nicht umdrehen. Oder kommt die Klammer wieder zur Geltung? Warte mal. Klar. Nicker. Warte, da habe ich ja auch noch was. Den hatten wir, glaube ich, mal. Ich bin alt. So, ein bisschen. Da. Warte, da hoch. Der Nikkei Whiskey from the Barrel. Sehr schöner Whisky. Den hast du auch schon verkostet, ne? Ja. Finde ich sehr schön. Ich finde, die Flasche sieht sehr schön aus. Ja, aber der Whisky... Und der Verschluss, der sieht... Wie aus einer Apotheke, ne? Oder wie aus einem Chemielabor. So. Ja, aber der Nikkei... Was Parfum? Was denn schon? Oder was nicht? Eau de Toilette oder was? Aber oben der Verschluss, schmeckt der auch. Sieht so sauerwertig aus. Ja. Ich mag ihn nicht. Also japanischer Whisky ist groß im Kommen, ja. Aber ich mag ihn nicht. Ja, und da verlässt uns der Techniker. Das heißt, wir müssen die Zeit überbrücken. Da liegt eine Katze. Warte mal, da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist das Gute. Heute machen wir wieder voll das Technik-Nerd-Programm. Broadcast. Da muss ich gucken. Da ist die Memo-Cam. Und da ist der Wechsel. Ups, das war zu schnell. Da geht's wieder zurück. Da. Dauert es ein paar Sekunden? Ja. Ups, jetzt habe ich es. Mhm. Ah. Ja, die Software scheint noch ein bisschen buggy zu sein, würde ich sagen. Gehen wir mal kurz wieder runter. Die ist wirklich buggy. Oder mein iPhone ist. Ich brauche ein neues iPhone. Ich brauche ein iPhone. So, machen wir es nochmal. So. 21, 22. Was? Diesmal war nichts dabei. Oder? Warte, vor allem das Schöne ist. Nee, das klappt jetzt gerade nicht. Lassen wir mal. iPhone. Doch, eigentlich schon, das iPhone 7. Aber der Punkt ist, ich bin jetzt so lange drüber hinaus, dass es, eigentlich war ja der Deal, dass ich mir ein neues iPhone hole. Meine Mama kriegt das iPhone von mir. Du sitzt eine Generation aus. Aber jetzt habe ich das iPhone 7 ausgesetzt,
das ein bisschen, ich hatte ja dann überlegt, ich kaufe es zusammen mit dem MacBook Pro, mache das halt als eine Großbestellung, die ich über die Firma abrechne. Das MacBook Pro ist ja jetzt auch nicht so der, also ich muss jetzt irgendwo mein Geld ausgeben für irgendwas. Das schaffen wir im Urlaub. Im Urlaub? Das schaffen wir. Ich kaufe mir also ein MacBook Pro im Urlaub. Das ist natürlich auch eine gute Variante. Ja, naja, dann nächstes Jahr gibt es ja dann auch einiges, wo man auch Geld ausgeben wird. Ja, das schauen wir mal. Ach, Geld muss ausgegeben werden. So, ich muss mal kurz gucken, der Technik an. Nein. Jetzt gucken wir nochmal, ob das klappt. Das kann doch nicht sein, dass die Technik jetzt versagt. Jetzt haben wir den ganzen Abend so auf die Technik gelobt und dann versagt sie. Was poppelt hier unten? Nee. So, das ist jetzt spannend. Ah, jetzt klappt's. Da ist die Nachricht vom Techniker. Nee, ich werde natürlich nicht zeigen, was der Techniker schreibt. Das wäre jetzt ein bisschen unhöflich. Aber ich wollte ja eigentlich auf die Kamera gehen. So, jetzt machen wir Broadcast. Boah, ich finde das beeindruckend, dass man das so machen kann. Und gucken wir mal. Ja, und da ist Katze mit Technikerin. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ups. Boah, was alles geht. So, wieder zurück. Nee, ist nicht die Technik. Ich muss nur die Zeit überbrücken, bis der Techniker zurückkommt. Was hatten wir denn eigentlich heute Abend in der Sendung gehabt? Wir machen einen kleinen Review für die Leute, die erst später dazugekommen sind. Wir hatten die Auspackzeremonie meiner neuen Apple Watch. Da ist sie. Können wir mal kurz gucken. Nike, da. Da. Da ist die schicke neue Nike Watch Plotz. Das klingt, hier, hör mal. Das klingt anders. Oh ja. Das ist richtiger Klack jetzt hinter. Ja. Ja. Ist das elektronisch oder tatsächlich mechanisch? Ich bin mir nicht sicher. Weil auf der alten hast du nichts gehört. Und hier hast du ein richtiges Klack. Hier hast du immer, aber ich glaube, das ist, also nicht vom, das wird vom Soundchip gemacht, glaube ich. Also das hier, bei der alten ist es definitiv mechanisch. Das Geräusch ist. Geräusch ist. Aber hast du auch auf der oben? Nee, ist klack. Okay. Ja. Ja. So sieht. So. Ja. Die schöne Apple. Und zeig nochmal die Verpackung. Die Verpackung sieht echt gut aus. Also. Was ich ja interessant finde, ist, die haben sich ja komplett gewandelt von dem Mode-Accessoire hin zum Fitness. Es gibt die teuren Editionen nicht mehr, es ist alles auf Fitness gemacht. Wie war das? Es rutscht runter. Mhm. Was sind diese komischen ganzen Bändchen, die wir da haben? Boah, das ist hier. Oh! Das kann ja bis bei der anderen Watch auch war. Ach, hier ist eine Anleitung sogar drin. Ach, das ist die Anleitung mehr in Sparten. Ja. Weil das ist ja, ja, das ist jetzt hier die normale ja, Funktion ja, und das ja, ist jetzt hier auf jeden Fall die. Aber in Sprachen, genau, und das. Nee, wie das lädt und all der ja. Ich war das bei der anderen auch dabei? Ja, ich glaube schon. Okay. Aber was war das mit dem längeren Armband? Gibt es da noch ein längeres ja, Armband? Ja, ja, ja. Ah, okay. Das, ach, da, die kürzer, eine Hälfte. Nachdem, ja, ja. Das ist nur ein Teil, der halt. Ach, stimmt, ML und. Ja. S. Ja, bei dir ja. Reicht ja S, aber. Dünne Ärmchen, hat ja nichts. Also rein theoretisch könnte ich dann dieses Armband. Warte mal, müssen wir mal kurz gucken. Techniker Audio ist hier. Also dann könnte ich rein theoretisch dein Armband teilen. Ne, jetzt ist das schmaler. Das ist schmaler. Was? Das ist schmaler. Aber du kannst doch mal testen, ob du meinen Armbandteil an deine Uhr. Oh, jetzt investigativer Journalismus bei Magnemo TV. Warte. Warte, ich kann jetzt auch hier die Kamera hier so im Detail rüber. Ah, du kannst es auch so. Das ist, warte mal. Irgendwie. Nee. Das wirkt nur so. Nee. Oh, er kann eine Hybriduhr jetzt mal. Soll das wirklich mal machen? Ja, mach mal. Warte mal. Lass uns mal die Techniker-Kamera. Warte mal. Da, Techniker weg. Warte. Ah, jetzt. So, da. So. Hybriduhr. Oh. Na, komm.
Das hast du mitgekriegt damals hier, wie heißt der, Roddy vom... Ja, von den Freakshow. Ja, dass er seine Uhr verloren hat. Im Fahrstuhl. Oh, das Armband fühlt sich klasse an. Und schön weich. Ja. Ich glaube, Hybrid. Also ich finde schon, dass das weicher ist. Also. Ja, okay, das ist natürlich jetzt auch nägelneu. Ne? Ja. So, dann wechseln wir wieder zurück auf Steadicam. Ja. Aber ich bin begeistert, dass es funktioniert. Ich habe jetzt so eine Detailkamera. Also merkt ihr mal das Setup, ja? Ich speichere mal das Setup, ne? Speichern. Nur Hasenfüße sichern. Backup ist was für Loser. Ja. Das ist so. Die auch in der Sauna unten sitzen. Also, ich habe ja oft gehört, dass die Leute gesagt haben, ich habe meine Apple Watch, die habe ich gerade mal 3 Monate benutzt und dann habe ich sie wieder vergessen und dann nutze ich sie nicht mehr. Also ich bin seit letztem Jahr Dezember ein eifriger Träger der meiner Apple Watch. Jeden Tag. Ja, und wenn ich sie mal morgens vergesse, weil ich morgens ein bisschen zu spät aufgestanden bin, ja, und dann vergesse anzulegen, ich bereue das ganz bitterböse, ne? Also das ist ich trage meine Apple Watch sehr. Willst du mir meine Eiswürfel klauen? Ja. Ich wollte mir gerade noch einen Gin machen. Mann. So wird das nie was mit dem MacBook Pro. So. Wir haben noch 9 Minuten Zeit, dass du mich überzeugst, dass ich in der Sendung noch ein MacBook Pro bestelle. Da muss ich jetzt ein bisschen ranhalten. Ja, guck es dir einfach nochmal an. Oh, warte mal, jetzt habe ich gerade... Oh. Es sieht schon schick aus. Warte mal, ich bin jetzt gerade das Echo... Wo war ein Echo Void in der Reihenfolge? Echo Void kam nach... Nach Lego... Nee, nach Musik. Nach deiner Anna Fried. Jetzt weiß ich auch, warum hier. Jetzt passt. Nee, alles gut. Ich musste nur die Taste wegnehmen. Ja. Das meinst du, wir gehen nochmal gemeinsam. Wir könnten das ja mal hier an dem Telefon machen. Was könnten wir hier am Telefon machen? Das MacBook Pro bestellen. Nee, einfach nur mal gucken, wenn ich eins bestellen würde, welche Version ich bestelle. Warte mal, dann gehen wir mal kurz auf. Au! Shopping. Sag mal, hat die Katze sie noch alle? Sag mal, ich habe meine Hand hier so und sie denkt, das ist so eine Jeanshose. Komm du noch mal nach Hause, Freundchen. So. Ist das die Katze, die heute Nacht eventuell mal mein Bett laufen wird? Ja. Das macht er normalerweise gar nicht. Nee. Das macht er das überhaupt nicht. Also hier ist eine Jeans verkrallt und dann wollte er meine Hand. Also sag mal, ich meine, er hat jetzt nicht so richtig, aber... So, gehen wir mal kurz. Ja, da haben wir jetzt... Boah, das ist ja echt praktisch. Also, soll ich mal eins sagen? Ich bin froh, dass da nicht mein iPhone dranhängt. Wieso? Ja, das, was ich jetzt, ich könnte ja auch ein paar Sachen bestellen. Also ich bin ja, können wir doch machen. Soll ich rüber? Nein. So, wir gehen jetzt mal. Ich habe kein Geld. Das ist ein Mantra. So, wir gehen jetzt mal rüber zu Mac. Wir stellen es nur mal zusammen. Ne? Also, so. Wir haben jetzt. Also, ohne Scheiß jetzt. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, können andere das ja auch alle sehen. Ja. Ne? Es sieht schon schick aus. Ja, das stimmt. Ja? Was ich mich allerdings frage, dieses riesengroße Touchpad, ob das nicht ein bisschen sogar zu groß ist. Tut das Not? Ja, das tut Not. Also es kann gar nicht groß genug sein, also wenn man das Touchpad nutzt, aber so direkt vor der Tastatur, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eventuell schon zu groß ist. Ja, wir gehen einfach mal eine Ebene tiefer. Oh, falsch. Das ist mein... Wir müssen ja dahin. MacBook Pro. Definitiv keine Frage, 13 Zoll ist ein No-Go. Wir müssen in 15 Zoll Raum gehen. Wer ist der Fisch 76805? Ist das Rolf? Übrigens, ich würde nochmal... Ist das Rolf? Ich bräuchte nochmal... Ich würde... Also das hier ist doch noch... Oben haben wir noch eine Kugel im Tiefkühlfach, ne? Ja, Techniker, du müsstest mal oben an den Tiefkühlfach gehen und ich weiß nicht, wo der Kühlschrank ist. Ja. Ganz einfach. Ja, ich werde den schon finden. Unterste Fach, eine blaue Kugel. Unterste Schublade. Okay. Rechts, unten. Ja. Ist der zu langweilig? Ja, der ist ein bisschen frech gerade. Wo ist eigentlich Belana? Die liegt wahrscheinlich in der Hängematte. Ich glaube es ja nicht. Es sind eigentlich schon freche Preise, die man hier sieht. Ne? Na, du siehst gar nichts. Nein, alles gut. Können wir in Urlaub fliegen für? Dann nicht.
Doch, alles gut. Alles gut. Wir fliegen ja trotzdem im Urlaub. Also von daher ist ja nicht eine Entweder-Oder-Frage. Ja, aber nächstes Jahr wollen wir auch nochmal. Ja, ist ja alles gut. Richtig heftig. Ja, ist doch auch gut. Da ist die Kugel. So, warte mal. Gucken wir mal die Kugel kurz. Das ist übrigens der Todesstern. Darf ich dir mein Glas rüberreichen? Weil ich bin noch beschäftigt. Ja. So, wir haben jetzt hier diese unterschiedlichen. Es gibt ja, aber da bin ich zum Beispiel erstmal enttäuscht. Space Gray und Silver. Lass uns mal noch ein bisschen weiter reden hier über das Touchpad. Da bin ich nicht durch. Achso, dann gehen wir. Ob das nicht vielleicht ein bisschen zu groß ist und Leute behindert, die, also beim Tippen behindert. Nee, weil die ja so intelligent sind, dass sie das dann ausblenden. Das haben sie am iPad auch schon hingekriegt. Deswegen haben sie auch extra das so gezeigt, wie der Handballen auflag, als sie oben an diesen OLED-Display gearbeitet haben. Das haben sie in der Keynote gezeigt? Ich habe es in der Keynote halt nicht ganz gesehen. So, das heißt, wir sind jetzt im 15er-Bereich. Und wie gesagt, von den Farben, jetzt sind wir hier, das ist ein No-Go. Also eigentlich... Roségold? Nö. Also ich finde, die Farbe war schon gut. Ja, aber würdest du jetzt... Silber geht da nee, nicht. Dunkel. Silber ist zu langweilig. Dunkel. Also dann Space Gray. Ja. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn es das wieder in Schwarz gegeben hätte. Das fände ich hätte schon... Also gefreut. Ganz schwarz. Also dieses iPhone 7 schwarz. Nein. Das, and we call it black. Ja, und nicht dieses... Wie heißt denn dieses... Klavierlack-Dings da. Das sieht ja Käse aus. Okay, das heißt, wir bewegen uns jetzt links im Space Gray. Okay, dann gibt es die kleine und die größere Variante. Und dann gibt es noch eine Silber, die ist aber... Stimmt, was ist denn das für eine Variante? Die kenne ich gar nicht. Ach, das ist das alte. Das ist raus. Okay, wir bewegen uns jetzt mal in der Variante als Basis, die ein bisschen über ist. Okay, wir haben Space Gray. Konfiguriere dein... Wir sind bei 3 bis 4 Wochen Lieferzeit. Das könnte gerade noch passen, bevor wir in Urlaub fliegen. Warum ziehst du gerade die Augenbrauen so hoch? Goldmarie? Na, Alter. Alles gut. Noch ist nichts passiert. Wir sind ja rein theoretisch. Ja. Beim Prozessor grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass das Upgrade die 240 Euro rentiert. Also, was ist das jetzt? 2,7 Quad-Core i7. Das Ding hat so viel Power. Also wenn es sich wirklich gerade großartig... Ja, dann... Ich dir mal so einen Kapselheber holen von oben. Geht? Nein, geht. Wenn du nicht wirklich gerade großartig Videobearbeitung machen willst. Wir könnten natürlich jetzt auch mal den Curry mit live in die Sendung schalten, was er dazu sagt. Kriege ich das hin? Nee, ich glaube, das könnte mein Setup sprengen. Sorry, ich finde das Geräusch eigentlich... Auf der anderen Seite, doch, das könnte funktionieren. Das funktioniert mit Studio Link demnächst. Ja. Okay, machen wir erstmal weiter. Ich denke mal, mit 2,7 GHz Quad-Core i7, da hast du für den Zweck, den du... Ja. Genau. Da diskutieren wir nicht. 1 Terabyte, 512 zu klein, 2 Terabyte zu groß, 1 Terabyte ist what you go. Ja. Und 1 Terabyte kriegst du nicht voll. Also 512 könnten gerade... Ja, denk dran, du machst jetzt hier mindestens eine VM drauf. Ja, vor allem, es muss für 5 Jahre reichen und ich mache mehr als eine VM drauf. Ja, also von daher, ja. Ja, 512 könnten gerade reichen. Aber nee, sind wir einfach mal... Ich kann es abschreiben, funktioniert. Ich will Battlefield 1 zocken. Curry fragt, was mit dem Nighthawk ist. Ja, der kommt noch. Curry Nighthawk kommt noch. Wenn ich noch genug Whisky finde. Ja, hier ist genug. Ja. Okay. So, das ist die Radeon Pro. Machen wir mal. Ist jetzt die Frage. Definitiv. 460. Ja, natürlich. Gut, 4 GB. Also bei 120 Euro diskutiere ich nicht über mehr Power. Also. Ja, gut. Ja, deutsche Tastatur. Final Cut Pro X habe ich schon. Nee, kannst du kaufen. Aber da steht vorinstallierte Version. Ohne.
Oder mit Final Cut Pro X und Logic. Kannst du kaufen. Ja. Das heißt, wir hätten jetzt 3, die... Das ist ein Wort. Ja, okay. Ja, das ist vermutlich das, was der Sohn meines Kumpels da bestellt hat. Der hat allerdings den großen Vorteil, der kann den Studi-Rabatt für sich gelten machen. Du, ich habe den Vorteil, ich schreibe das über Sexy Hosting ab. Kostet mich also effektiv gesehen die Hälfte, aber wie gesagt, die 32 Gig. Mit 32 Gig wäre es ein No-Go. Dann gucke ich meine bessere Hälfte an und sage, wir fliegen nächstes Jahr in Urlaub. Ja, dann wäre es schon bestellt. Also, ja, dann würden wir jetzt nicht so hier drüber, dann würden wir nur noch gucken, wann ist der Liefertermin. Mhm. Und kommt das vielleicht beim nächsten Mal? Das ist eine spannende Frage. Du sagst jetzt, aber jetzt ohne Scheiß, du sagst jetzt, du brauchst wofür 32 GB? Für meine VMs, VM. Die ich, weil ab wie und zu. Wie viel hast du gleichzeitig laufen? Eine Arbeit, 3-4. Okay. Das ist ein Wort. Und das mache ich halt auf dem Hobel, wenn ich mal im Homeoffice sitze. Nein, also der Punkt, den ich dann habe, ist, wenn ich so runterschreibe, dann kann ich auch mit dem MacBook arbeiten. Weißt du, was ich meine? Dann fahre ich die VM so runter und so blöd es klingt, dann bestelle ich mir bei Amazon 3-4 Maschinen, mache meine VM-Tests, die ich für die Firma mache, da. Das kostet mich 7 €. Und wenn ich das mal auf 3 Jahre rechne, kostet mich 700 € und ist billiger. Natürlich kann man, aber ich habe ja noch den Faktor, ich will ja zocken im Hotel. Und eigentlich will ich auch was Neues haben, aber es ist so, dieses 16 nervt mich gerade. Okay, das kann ich verstehen. Weil das Ding ist Performance und ja, warum ist da nicht dieses auf 32 Gig? Das Ding hat Bums genug. Ja, aber warum ist da nicht, guck mal, die machen 2 Terabyte S, warum gibt es da nicht 32 Gig optional? Ja. Ich verstehe es nicht. Also es geht nicht in mein Brain rein. Ja, gehen wir zurück, war jetzt genug, können wir später noch. Du merkst, es wird keine Kaufentscheidung heute sein. Oh, das ist ja wie bei Evie und Blue. Erstmal muss ich meine Uhr wieder anlegen, ja. Mit dem Originalarmband. Ich hatte ja, als ich letztes Jahr die Uhr gekauft habe in Frankfurt, da wollte ich ja ursprünglich ein anderes Armband haben, aber das gab es nur mit einer Uhr, die auch eine andere Farbe hat, aber ich wollte die dunkle Uhr haben. Was ist das so los? Und das war ärgerlich. Wenn ich das Band immer mal extra kaufen wollte, so. Ich auch nicht. Ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt bei über 2 Stunden. Ich hoffe, es war eine sehr unterhaltsame Sendung für euch. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt, hoffe ich. Heute Abend wieder mit mir in der Sendung gewesen der Techniker vor allem, wenn ich von Techniker rede, der einzig wahre. One and only. Mit dann noch in der Sendung der hübscheste Techniker, den ich je hatte. Die Technikerin. Beisitzerin, ja. Ja, auch Beisitzer sind wichtig. Ja, wer einmal Parteipolitik gemacht hat, der weiß das. Mm. Wir hatten einen, ich fand, leckeren Riesling. Nicht den besten, aber den man gut trinken kann. Wir hatten ein wenig gerantet über das MacBook Pro. Wir haben hast gerantet. Ja, wir haben eine schöne Apple Watch ausgepackt. Und in Betrieb genommen. Das stimmt. Warte mal, wir gucken mal. Wir haben 23:17 Uhr. Das Gute ist, du kannst sie mit der Nase aktivieren. Oh, leg los mit der... Ich muss noch los joggen heute Nacht. Ja, mach mal. Ich könnte die Kalorien auch anders verbrennen. Was du jetzt wieder denkst, ich glaub's ja nicht. Was denn? Ja, ist immer klar. Ich rieche ja an dem Korken. Nach dem Alkohol nicht. Wir bereiten uns vor, den Todesstern zu bauen. Wir hatten die Recall-Box. Recall. Das funktioniert jetzt nicht, wenn du dich auch noch drin hast. Ja. Und vielleicht zocken wir heute Nacht noch eine kleine Runde. 1941. Nee, lass mal. So, dann hatten basierend auf dem Raspberry Pi. Genau, den hatten wir genau. Ja. Dann Battlefield 2 für die alten Nostalgiker unter uns. Frei für Mac und Windows. Dann hatten wir Lego Precommentary. Schöne Doku, die wird morgen garantiert nebenbei laufen lassen. Läuft die, gibt es bei Netflix oder Amazon Prime? Könnte Amazon Prime sein.
Warte mal, könnte ich ja nachgucken. Ja, wer spielt das? Unterhalten wir mal das Publikum. Also ich habe sie bei iTunes gekauft, weil sie sich auch gelohnt hat. Sehr unterhaltsam. Du musst bei Wer streamt es gucken. Da kriegst du die Übersicht von allen. Ihr könnt auch einfach bei Netflix oder Amazon Recumentary. Ist das zum draufklicken und du kannst sofort? Nee. Ist nicht Amazon gekauft oder geliehene Ware, wie die es ansehen. Also nicht Amazon Prime. Ja. Können wir aber morgen zum Todesstern. Na, dann würde ich eher für drauf plädieren, dass wir uns nicht ablenken lassen. Ja. Das ist keine Ablenkung. Nein. Dann hatten wir Wonder Woman, Erde 1. Schöner Comic. Okay, klassische Klischees werden erfüllt. Dann hatten wir den Kals Club Gin, den ich jetzt auch gerade verkoste. Dann hatten wir Death in Paradise. Warte mal, ich versuch's nochmal. Ja, fast. Wenn jetzt noch deine Hüfte ein bisschen ginge. Da siehst du diesen leichten Gegenschwung. Aber ich frage mich, warum man das bei so einer Fernsehserie macht, wenn man die guckt. Wir werden dir nachher den. Als ich alleine denn da war und den geguckt habe, jedes Mal. Musik fing an. Wir spielen dir nachher den Trailer vor, also das Intro vor, okay. Dann wirst du verstehen. Ja. Du bist der Schauspieler, der in der Mitte zu sehen ist. Der hat mitgespielt bei Sterben für Anfänger. Ein Film, den ich wirklich nur jedem, der gerne lacht, ans Herz legen möchte. Bitte mal merken. Was? Achso. Habe ich vergessen. Ja, es gibt noch so eine. Dann hatten wir Balvenie Single Barrel, 12 Jahre. Ja, ein sehr leckerer Whisky. Auch für Einsteiger. Ja, geeignet. Finde ich zumindest. Whisky, der sehr fruchtig ist. Und nicht so schmeckt wie allgemein. Sich Leute, die sich mit Whisky nicht beschäftigen, meinen, dass Whisky schmeckt. Dann hatten wir Lego Stadtleben. 10 Jahre Modular Buildings. Am 1. Januar wird es rauskommen. Über 4000 Steine. Eine Collage aus den Modular Buildings der letzten 10 Jahre. Ich weiß, dass Cyrus ja auch Lego baut und würde mich mal interessieren, der ist ja gerade auch im Chat, ob er das generell auch Modular Buildings bei sich im Lego bauen hat. Würde mich, also wie gesagt, kommen wir danach zu meinem Musikpick. Frieda Gold mit ihrem aktuellen Album Alina. Vor allem dem Song Langsam. Auch was fürs Auge. Dann mit dem Song schicken wir euch in die Nacht oder mit einem Song aus dem Album Echo Vault, die Band Odds on the Underdog. Und der Song war, glaube ich, Underdog. Mein Whisky. Meine Whisky-Empfehlung. Wirklich ein super leckeres Tröpfchen für Leute, die gerne rauchigen Whisky mögen. Der ist nicht übermäßig rauchig, aber schon rauchig. Und er macht gerade dem Bowmore Darkest 15 heftig Konkurrenz. Bislang war Bowmore Darkest mein Lieblingswhisky. Jetzt aber muss ich sagen, der Unlock. Mhm. Ah. Da fällt mir gerade ein, stopp, falscher. Kannst du mal bitte den ersten Karton kurz rüberreichen? Ja. Weil, wenn Cyrus gerade sagt, er baut Volvo. Oh. Ja, hoffentlich kein XC60. Dann würde ich sagen, Cyrus baut. Das ist Volvo. Da müssen wir einmal kurz den Whisky an die Seite fahren. Da. Ah, also ich freue mich schon drauf. Wobei der Bagger, ich vermute, er hat den kleinen Bagger. Ostern neben Big Ben. Ich habe es ja geschafft, jetzt über beim im Lego Store bestellt und habe
den Bus bekommen in der Spezialedition. Wird auch nicht ausgepackt. Der wird schön als Geldanlage an die Seite gelegt. Das wird nie was mit dem Todesstern. Doch, morgen ab 14 Uhr. Auf also YouTube. Wir streamen morgen live bei YouTube, ausnahmsweise. Mhm. Wie ausnahmsweise? Und wir jetzt mal auch gemacht. Das, ja, das gemacht stimmt. Haben. Mhm. Hat er vor 2 Wochen gebaut. Den Todesstern? Nee, den Radlader. Ist vorhin fertig geworden, oder was? Mhm. Vor 2 Wochen angefangen, jetzt gerade fertig geworden. Scheint so. Sehr gut. Ja, und jetzt sind wir hier noch free stehen. Denke mal, das bedeutet, dass wir uns jetzt langsam in die Nacht verabschieden. Ist ja Schläfer. Nichtsdestotrotz, wir haben noch fast gelost. Wir hatten den iTom und Tom. Den Red Curry. Und jetzt würde mich mal eins interessieren. Wer da noch drin war. Wer war eigentlich jetzt noch hier in diesen komischen Zetteln drin? Wir haben noch 2 Zettel. Der Dogsch. Dickes B, oh Mann, FB. Und der Rolf. Wären die 2 anderen gewesen. Das war Magnemo TV Episode 68. Schade, warte mal. Schade, dass ich bei der 69 nicht dabei sein kann. Da schmeißt du morgen 10 Euro ins Tutspektrum. Ah, okay. Hat ein bisschen gebraucht. Wir schicken euch jetzt. Wir können aber gleich üben mit der Originalmusik. Ja, wir schicken euch jetzt in die Nacht mit ein wenig Heavy Metal. Also, wer jetzt noch zuschaut, wird gleich. Wir könnten ja mal gucken, wer überhaupt noch zuschaut. Haben wir überhaupt noch einen Zuschauer? Ja, wir haben noch Live-Zuschauer. Das heißt, wir entschuldigen uns jetzt schon mal vorher. Nein. Es ist. Nein, es ist. Guter Heavy Metal. Ich habe echt lange hin und her gesucht, bis ich was gefunden habe, vor allem, weil ich noch nicht in der Sendung hatte. Und dementsprechend würde ich sagen, Rainer, spielt's ab. Ja, wo denn? Jamendo-Song. Richtig. Jetzt hat's nicht funktioniert, würde ich sagen, oder? Ups. Ich guck mal, ob der Jamendo-Song kommt. Also, ich höre noch nichts. Soll ich nochmal drücken? Drück nochmal. Jetzt kommt's. Und jetzt. Ich will auch was hören. Oh!
I can tell you what to do. I got no reason to turn you into what I am. 'Cause you know I don't give a time. I don't give a shit. Ja, damit würde ich sagen, wir kommen nochmal ganz kurz zurück. Und wenn der Techniker auch noch schafft, dass er das Bild, das Jamendo-Cover wieder ausblendet, die Kamera nochmal reinfährt, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich nochmal anständig. Nee, das war die falsche Taste. Jamendo-Cover ist hier, so. Kamera ist hier. Das hat er doch. Ja, wir üben nochmal. Ja. Kamera, Kamera, ja. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Mhm. Ja, das war's. Wir treffen uns gleich im Night Talk. Ich werde den Link gleich rausposten, wobei ich muss den Link nicht rausposten. Ihr kennt ihn ja eh. Das ist MacNemo TV Doppelpunkt 8000 Night Talk M3U. Aber ich poste auch gleich noch. Würde uns freuen, wir können noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht könnt ihr mich doch noch überzeugen, das MacBook zu bestellen. Hast es nicht geschafft, mich in der Sendung zu überzeugen? Nee, mit dem garantiert nicht. Das war Episode 68. Es war mir eine große Freude, ein großes Dankeschön, dass der Techniker mit in der Sendung war, der vor allem sehr gerne in der Episode 69 dabei sein will. Auch nochmal ein Dankeschön an die Technikerin. Warte mal, da können wir nämlich die Kamera rüberfahren. Die Technikerkatze ist auch noch da irgendwo. Das war's und ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir hören uns vermutlich nicht mehr in 2016. Doch, wir machen einen ganz kurzen Stream aus Düsseldorf vom Weihnachtsmarkt. Du bist ja dabei, ne? Ja. Sehr schön. Das heißt, wir sind nicht ganz alleine. Das war's. Schöne gute Nacht. Bis also, demnächst. Goodbye. Wenn der Waffel noch Fragen noch zu der Brille hat, ne, soll er im MacNemo-Forum fragen. So, und jetzt müssen wir noch üben, dass wir das Outro hinkriegen. Das heißt, du musst jetzt erst ganz... Erstmal muss ich raus. Genau. Dann musst du jetzt den Nachspann... Nachspann steht jetzt. Wo ist der Nachspann? Wo ist der Nachspann? So. Da ja, ist der Nachspann. Ist der Nachspann. Und ganz schnell jetzt hinten mich auch noch wegphasen. Hm. Kamera weg. So. Und jetzt schiebe ich noch... Das Made with und